Hallo, liebe Leute, mein Name ist Sven von 1 bis 12 von Norden bis 12 von Osten bis Westen. Hier bin ich wie euer lieber Leute, Lukas. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und natürlich auch herzlich willkommen an diesem Dienstag und natürlich auch herzlich willkommen zu Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice. Wir haben gestern tatsächlich unser gesetztes Ziel erreicht. Wir haben das Schwein mehr oder weniger befreit und wir haben das Buffet quasi vegan gemacht und wir haben das blaue Boot gefunden und zwar zusammen. Zwar mit etwas kleinerem Hindernis, aber wir haben es immerhin gefunden. Aber einen schönen guten Abend, Santal, schön, dass du da bist. Wo ich eben gerade noch die Liste aufhabe, bevor wir jetzt hier weitermachen, ich möchte noch mal ganz kurz mich bedanken und zwar erstmal bei NVT07, der mir vor 11 Tagen ein Follow dagelassen hat. Dann an Haolin91 vor 10 Tagen der Follow, Knechtful vor 7 Tagen ein Follow und Insomnia82 für den 5. Sub in Folge mit Prime. Und vor 3 Tagen ist mir Quantendreher gefollowt. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Yo! Und wir machen natürlich heute genau an der Stelle weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Larry ist quasi Faith gefolgt mit dem blauen Boot da hinten hin irgendwo auf die Insel. Und da befinden sich Kannibalen. Und diese Kannibalen sind durchweg hin weiblich. Und wer hätte es gedacht? Die Kannibalenanführerin, die Königin, ist Faith selbst. Ja, und nun soll Larry, der ja sehr spackelig und dünn ist, angefüttert werden, damit er mehr Fleisch hat und dann wird er genüsslich von den Kannibalinnen verspeist. Warum Faith sich nicht unbedingt daran erinnern kann, was vorher passiert ist und ob Larry da rauskommt und wer der Swingle an der Seite ist und weiß ich nicht was alles, das erfahren wir hoffentlich heute bei Wet Dreams Dry Twice. Und genau dabei wünsche ich euch viel Spaß und viel Vergnügen. Die Namen sind ja wieder mal voll Zucker, ja. Ja, manche Namen da, ne? Aber immerhin besser, als wenn du von irgendwelchen Randoms gesubbt wirst oder gefollowt wirst, wo du dir denkst, das kann ja nur ein Bot sein. Kein Mensch gibt sich 5-mal Y, 3-mal X und 1-mal N als Name und macht das Ganze in 20er Folge und plötzlich hast du 400 Follows und weiß nicht warum. Das ist immer ein bisschen sehr unangenehm, weil man dann letztendlich die Follows bescheißt, die man ja selber eigentlich haben sollte und man ein bisschen so Twitch hintergeht. Das ist halt auch nicht so geil. Deswegen sind immer so Follow-Bots Käse. Man sieht halt eben auch an den Namen unrealistisch. Aber so die Namen, die wir gerade hatten, das passt schon. Swingle, der alte Haudegen. Ja, was heißt der alte Haudegen? Ich würde ja sagen, der kleine Perverse. So muss man das ja eigentlich mal sagen. Schließlich ist er ganz proaktiv auf uns zugegangen und hat gefragt, bist du auch ein Perverser? Ja, nee, also doch, irgendwie schon. Irgendwie auch nicht, also naja. Manche Leute, also, sobald man irgendwie ungewöhnliche Klamotten trägt, wird man sofort als, oder kann man sich sofort als pervers bezeichnen, oder man ist sofort pervers. Das hat es eine Zeit lang in Asien gegeben. Also da gab es auch so einen gewissen Fetisch. Sobald man seltsame Klamotten trägt, ist man automatisch pervers, weil es ja ungezogen ist. Und etwas ungezogen ist, ist pervers. Das sind so Dinge, und ich glaube, darauf soll es auch so ein kleines bisschen anspielen. Aber wir werden mal gucken. Vielleicht hat der gute Swingle ja noch ein paar andere Vorlieben, von denen wir gar nicht wissen wollen, was das ist. Nicht wahr? So. Wir schauen jetzt erstmal. Das Bild hast du ja gesehen. Ja. Ja, es gibt Ähnlichkeiten zu Tingle. Und einer seiner Brüder heißt übrigens auch Swingle. Nur mal so ganz nebenbei. Also die Ähnlichkeiten ist da vorhanden. Wahrscheinlich tragen die nicht alle einen Latexanzug und schon gar nicht in rot mit Teufelshörnchen. Aber die Ähnlichkeit ist da. Vor allem richtig geil der Reißverschluss hier am Hintern, ja. Sollte man gar nicht so verachten. Wir gucken jetzt mal unser Inventar, was noch da geblieben ist. Wir haben den einen und den anderen Schlüssel immer noch. Wir haben die Infobroschüre von dem Hotel Kalaua. Wir haben immer noch Wodka und die goldene Clubkarte, warum auch immer. Und wir haben einen Becher mit Wasser und einen leeren Becher, warum auch immer uns das nicht abgenommen wurde. Man weiß es nicht. Wir haben hier die Human Resources, das Eis, die Kühltruhe. Oh, der kann das fotografieren. Das war mal eine Eistruhe, aber heute, nicht mehr. Na, von hier aus komme ich nicht ran. Ja, aber du kannst doch fotografieren. Na, von hier aus komme ich nicht ran. Ach so, du kannst von da aus auch nicht fotografieren. Ach so, ja gut, das ist natürlich ärgerlich. Wir haben hier ein Kabel.
Na, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Ja, okay. Dann ist es ja relativ ungefährlich für uns. Es sei denn, wir haben hier diese kleine da Lücke. Da fehlt ein Stück in der Leitung. Die wir nicht überbrücken können, weil wir nichts zum Überbrücken haben. Hier ist ein Lämpchen. Der Schließmechanismus der Tür. Das Lämpchen zeigt an, dass die Tür verschlossen ist. Hm. Das muss mit Strom versorgt werden. Was es gerade nicht ist, weil da eben eine Lücke ist, weswegen wir auch nicht rauskommen. Lässt sich leider nicht öffnen. Die Kannibalenwachen unterhalten sich draußen. Aber so kann ich nicht hören, was sie sagen. Ja, das ist ärgerlich. Durch das Fenster kann ich rausschauen. Oha. Die Kannibalenwachen unterhalten sich draußen. Aber so kann ich nicht hören, was sie sagen. Was mit Lippen lesen, Larry? Funktioniert nicht. Oh, ein Handgepäckfach. Nein. Nur für normgerechtes Handgepäck. Als ob da was drin ist. Ich brauche das nur anzuschauen und schon wird mir kalt. Man kennt das Gefühl. Dieses Stethoskop auf der Brust beim Arzt zum Abhorchen. Das nehme ich mit. Auch auf die Gefahr hin, dass mich jemand für einen Arzt hält. Da bekommt Human Resource eine ganz neue Bedeutung. Aber sowas von Hallo Panda. Erinnert mich an was. Frage, warum darf man nicht in öffentliche Badehäuser in Japan gehen, wenn man mehrere Tattoos hat? Ah, das habe ich schon mal, gelesen oder gesehen. Da gibt es mehrere Gründe, glaube ich. Das ist nämlich gerade, wenn du zum Beispiel hier zu den Yakuza gehörst oder so, denn die haben ja so gewisse Tattoos, die so eine Bandenzugehörigkeit haben. Und Tattoos gelten, also diverse Tattoos gelten zum Beispiel auch dafür, dass du zum Beispiel ausgestoßener bist oder so. Also das sind ganz, ganz weirde Regeln, was das angeht. Hallöchen, Raken. Nein, so viel hast du noch gar nicht verpasst. Ich habe einen ganz kurzen Abriss davon gegeben, was wir gestern gemacht haben, wo wir heute sind. Und mehr ist noch gar nicht passiert. Mir fällt gerade auf, dass die Gitterstäbe aus Holz sind. Ja, aber Larry ist so ein Lauch, der kriegt die nicht durchgebrochen. Und er kommt auch gar nicht auf die Idee, durchzuklettern. Was er meiner Meinung nach hier ohne Probleme könnte. Also das ist mal so ein Ding. Weil das immer noch mit den Yakuza in Verbindung bringt. Siehst du, habe ich doch gerade noch gesagt, was Panda sagte. Ein wenig Intro, ja. Ja, genau. Also von daher, alles cool, alles cool. So, also tatsächlich war im Handgepäckfach ein Stethoskop. Wer hätte das gedacht? Ich fühle mich dadurch ein klein wenig wie ein Arzt, dem die Frauen vertrauen. Dr. Stefan Frank, wer kennt die Serie nicht? Das andere Handgepäckfach kann ich gar nicht anklicken. Hier ist ein Sicherungskasten. Können wir da eventuell irgendwas erwirken? Oh, was haben wir denn da? Ein Anschnallgurt. So einen kenne ich aus Flugzeugen. Naja, es ist ja auch ein Flugzeug, ich schnell merke. Was wohl passiert, wenn ich daran ziehe? Oh! Ah, das passiert also. Wenn ich in so einer Situation stecke, genau das mache und genauso reagiere, würde ich mich selbst feiern. Man muss sich jetzt mal vorstellen, man ist in einem Gefängnis. Man zieht in einem Anschnallgurt. Ich frage mich, was da passiert. Dann hängt so ein Skelett, ein Toter. Und so, ah, das passiert also. Wie cool muss man sein? Jetzt ein Teil, gut zu wissen, ja. Mann, das wollte ich gerade schreiben. Ich glaube, wir hätten ein wenig länger geschlafen. Das glaube ich auch. Aber es sieht ein bisschen aus, als wäre das... Ich weiß nicht genau, aber dieses Skelett sieht so aus. Wo kommt denn das her? Muss eine gute Diät gewesen sein. Auch sehr gut. Muss eine sehr gute Diät gewesen sein. Aber wahrscheinlich auch eine knochenharte Diät. Oh, guck mal, hinten Schlüssel. Ziemlich kleiner Schlüssel. Als ob das noch niemandem wofür bis jetzt aufgefallen ist. Ja, wofür der wohl ist? Wahrscheinlich nicht für eine der großen Türen. Wahrscheinlich für irgendwas Kleines. Hat das Skelett noch irgendwas? Die Hose oder so? Gar nichts. Ich habe schon ein ganzes Skelett in meinem Körper. Das stimmt allerdings. Das ist vollkommen richtig. Was haben wir denn hier noch so? Ein Sicherungskasten. Ganz sicher ein Kasten. Ganz sicher. Ist abgeschlossen. Der hat die Null-Kalorien-Diät gemacht, bestimmt. Ob du eine helfende Hand mitnehmen kannst? Ja, so ein eiskaltes Händchen wie von der Addams Family wäre cool, aber nein. Ah, hier ist Skelettarm, doch! Ein dritter Arm ist nie falsch. Tada, ein helfendes Händchen. Man kennt es. Wie cool! Wie geil! Jawohl!
gut. Eigentlich auch ein guter Rückenkratzer. Das ist der zweitkleinste Schlüssel, den ich je gesehen habe. Welcher ist denn der kleinste? Ein Hebel. Ich mag große, rote Knöpfe lieber. Die sind da, die können wir aber leider nicht anklicken. Das ist ein bisschen sehr schade. Da ist die Flugzeugtür. Wir können ja mal versuchen, den Sicherungskasten mit dem kleinen Schlüssel aufzuschrauben. Der passt perfekt. Was für ein Zufall. Einfach mal ins Blaue geraten. Ja, ist doch super. Hat ja gut funktioniert. Wer hätte es erwartet? Ein großer, roter Sicherungsknopf. Ich mag Knöpfe. Auch kleine. Versuchen wir es. Ja, wer hätte es gedacht, dass das nicht funktioniert? Natürlich ist es auch hier eine Lücke. Dann geht das hier runter, 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 runter. Geht hier lang, tödel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 öd
Wusste ich mal, dass es davon ein Remake gibt. Tatsächlich habe ich den schon gesehen, ist nur schon sehr viele Jahre her. Ja, der alte, der ist aber, der ist schon gut. Aber mal im Ernst, wie können wir ausbrechen? Nun, gar Das ist nicht, aber Kellerbräune mal das ist nicht zwei. schlimm. Bald gibt es wieder Essen. Vielleicht sollten wir einen Hungerstreik erklären. Aber davon werden wir doch nicht satt. Okay, ich kümmere mich allein drum. Ich bin Der hier hat er. reingekommen, also komme ich auch wieder raus. Das sage ich mir beim Sex auch immer. Wow, Alter! Beide! Das ist so ein typischer Larry-Spruch und beide so. Oh. Er hat halt gar nicht verstanden, um was es hier geht. Er denkt, es ist aber ein riesengroßes Fetischding hier, Alter. Er hat den Spruch da aus dem Originalen. Ja, das haben wir schon gedacht. Aber der berühmteste, der Würfel muss 5 oder 8 ergeben, sonst musst du ewig im Dschungel leben. Oha! Essen ist eine gute Idee, ich glaube, ich hole mir eben was. Alles klar, ja, dann guten Hunger. Ich glaube, Faith erinnert sich an nichts mehr. Woran sollte sie sich denn erinnern, mein Herr? Na, an mich, an ihr früheres Leben. Wie langweilig. Woher will er das denn wissen? Er kennt mein früheres Leben noch gar nicht. Bis dann. Der Typ, ne? Aber das hat uns jetzt auch gar nichts gebracht, dass er jetzt einen halben Meter weiter höher hängt, ne? Tja. Also unsere Aufgabe scheint ja eigentlich relativ klar. Aber wir haben halt nichts zu überbrücken. Wir können mal versuchen, an die Human Resources Das ranzukommen. hilft mir nicht. Gut, dann nicht. Hallo? Kannst du mal reinkommen? Oha! Bum, bum, bum. Was willst du? Gute Frage, da habe ich gleich drüber nachgedacht. Worüber sprecht ihr beiden da draußen? Hast du uns etwa belauscht? Nein, ich habe es nicht Ach, ganz Quatsch. verstanden, deswegen frage ich ja. Das geht dich gar nichts an. Du bist unser Gefangener und ich darf eigentlich nicht mal mit dir reden. Ach so. Ja gut. Wie ist denn so der Alltag als Kannibalin? Was genau willst du denn wissen? Was ihr so den ganzen Tag macht? Die Königin sagt, dass wir nicht mit Fremden darüber reden sollen. Aber ehrlich gesagt, anstrengend. Seit die Königin uns organisiert, müssen wir dauernd Sprints machen. Ich hasse Sprinten auch. Alles muss agil sein. Ja, Ihr seht natürlich. aber auch echt gelenkig aus. Nein, ich spreche von Scrum. Scum? Nein, das ist unsere Arbeitsweise. Reden wir lieber über was anderes. Ich werde immer so müde, wenn Leute vom Arbeiten erzählen. Such dir einen Job. Wenn du Echt ein Mann mal. bist, kannst du den Job jedenfalls nicht stemmen. Oha! Also das ist schon hart. Ich weiß noch gar nicht, wie man. Naja, vielleicht doch. Ich habe mal so eine Schulung zu dem Thema Scrum gemacht. Mir ist das relativ bekannt. Aber ich habe mich gerade gefragt, wie man wohl Kannibalen in einem Scrum-System unterbringt. Und vor allen Dingen auch Sprints macht. Das ist schwierig. Kann ich was zu essen bekommen? Ihr bekommt euer Futter, wenn ich es will. Aber ich habe Okay. jetzt Hunger. Ich entscheide das. Doof. Okay. Und dabei bringe ich selbst dauernd irgendwelchen Leuten was zu essen. Das ist blöd. Was macht man denn so als Wache? Man bewacht Dinge. Du musst doch Ja. regelmäßig nach dem Rechten sehen. Vielleicht solltest du mal eine Zelleninspektion machen. Warum? Ich könnte einen Ausbruch planen. Wer weiß? Aus dieser Zelle ist noch niemand rausgekommen. Okay, warum nicht? Dem kleinen Kerl hier geht's nicht gut. Sehr gut. Klassiker. Dem kleinen Kerl hier geht's nicht gut. Das ist nichts Neues. Der ist total krank. In jeder Hinsicht. Oh Erzähl mir ja. was davon, wie toll der Sex ist, wenn man dabei eine außerkörperliche Erfahrung hat. Aha. Wie soll das denn gehen? Ich will es gar nicht rausfinden. Das ist seltsam. Mir ist langweilig. Mir auch. Oh, das ist praktisch. Dann können wir zusammen was machen. Kannst du uns ein Brettspiel bringen? Ja, Kannst du genau. uns ein Brettspiel bringen? Was ist ein Brettspiel? Man hat ein Ernsthaft? Spielbrett, auf dem man Figuren verschiebt. Habt ihr sowas hier nicht? Kann man die Figuren essen? Nein. Nein. Dann haben wir sowas nicht. Was? Kein Brettspiel? In welchem Jahrhundert leben wir denn hier? Lass mich raus und schickt mein Gott einen Sturm, der die Insel vernichtet.
Ja, garantiert, Larry. Lass mich raus, sonst schickt mein Gott einen Sturm, der die Insel vernichtet. Das würde Gott nie tun. Er hat uns diese Insel geschenkt. Eine Insel, auf der wir ganz wir selbst sein können, wo Männer noch ihren Platz haben. Ich will nicht wissen, wo der genau ist. Ja, okay, good point. Ich glaube, jetzt haben wir alles durch und haben immer noch kein Brettspiel. Und da aus diesem Gefängnis noch niemand rausgekommen ist, wie wir gerade erfahren haben, schwierig. Aber wir könnten doch ohne Probleme ausbrechen. Ich meine, wir sind lauch genug, um da unten, da oben oder da raus... Ich verstehe das nicht. Naja. Darüber wird noch zu reden sein. Ach, nichts. Da geht sie wieder. Einfach so. Und unterhält sich wieder mit ihrer Kannibalinnen-Freundin. Ich glaube, jetzt muss ich mit dem Kollegen nochmal reden. Habe ich keine neuen Optionen? Nein? Und ich dachte, ich kann mit ihm jetzt über diese außerkörperliche Sexerfahrung reden. Das ist ja langweilig. Okay. Was sagt unsere To-Do-Liste eigentlich? Abfahrt. Das ging nach hinten los. Es muss eine Möglichkeit geben, sie aus dem Gefängnis zu befreien. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Ach Quatsch, das wollte ich gar nicht. Ich verklicke mich ständig. Ich wollte eigentlich hier auf dem... Ah, das ist jetzt... Ah, guck mal. Wir haben hier sogar Koordinaten. Da ist das Hotel. Da sind wir. Man schaue sich bitte die Insel mal von oben an. Das sieht ja auch überhaupt nicht aus wie... Ich will es gar nicht sagen, wie das aussieht, aber es sieht halt auch echt aus wie... Naja, so wie es halt eben aussieht, ne? Das, ja... Das hier ist Pac-Man, wenn man so guckt. Dinge halt. Nein, das kann ich jetzt nicht machen. Das stimmt halt voll. Okay. Jo. Was haben wir denn da? Ah, ja, mal leuchtet und mal nicht. Das ist ja interessant. Kann ich da eigentlich Wasser drauf packen? Besser nicht. Ja, okay, das war aber auch gar nicht gedacht, dass wir irgendwann mal Wasser hier haben wahrscheinlich. Deswegen führen wir das vielleicht bis zum Schluss des Games irgendwie durch. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist eigentlich schade. Was könnten wir denn sonst noch so benutzen? Ja, Gold leitet, ne? Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Schade. Wir haben die Flugzeugtür, wir haben das Skelett, das ist richtig, wir haben den Knopf, den wir schon entdeckt, haben wir auch schon entdeckt. Das ist alles für uns nichts Neues. Obwohl doch hier unten das Kabel, das ist neu. Das sind zwei Lücken im Kabel. Na, das sieht ziemlich alt und verlottert aus. In diesem Zustand leitet es keinen Strom. Ja, und wir müssen die Lücken irgendwie da schließen. Fehlt ein Stück in der Leitung. Da ist die Leitung unterbrochen. Danke, deutsches Internet, und danke, Twitch. Zum einen, dass der Stream lädt, und zum anderen, dass du noch Werbung bekommst. Ah, dammit! Ärgerlich. Ich habe schon ein ganzes Skelett in meinem Körper. Oh, kann ich das Teleskop bei dem Kollegen hier benutzen? Sie stehen also auf Doktorspiele. Okay. Besser nicht. Wie? Ja, da höre ich... Ah, warte mal! Kann ich das Teleskop zum Belauschen hören benutzen? Damit könnte ich was hören. Geil! Da sind zwei Kannibalinnen, die hier Wache halten. Ja. Oh, geil! Aber das ist nur eine Phase. Ich glaube, das machen alle von uns durch. Das vergeht wieder. Aber ich bin einfach neugierig. Was interessiert dich an Männern denn so? Mit denen kann man nichts anfangen. Ich habe noch nie einen nackt gesehen. Sein... Du weißt schon. Doch, Fuß? Hast du. Ich meine... Nicht so verkokelt und schrumpelig. Du solltest dich lieber auf deinen Job konzentrieren. Sonst ist die Königin wieder so sauer. Hast ja recht. Und vergiss nicht, nach deiner Schicht das Scrumboard zu aktualisieren. Jo. Ja, bis später. Wie eben noch eine Hand aus dem Topf rausgeguckt Interessant. Hat. Ach komm, Larry. Das ist nicht dein Ernst. Du machst dich jetzt nicht nackig für die Frau, oder? Wie weit runter muss heute im Selbstrespekt sein? Nur um das... Ach, komm! Ich denke mal, die Goldkarte ist nur vergoldet. Das kann sein, dass sie nur vergoldet ist, aber es hätte ja auch eine echte Goldkarte sein können. Keine neuen Dialogoptionen? Doch, da! Du,
Ich brauche deine Hilfe. Tut mir leid, mein Herr, aber ich komme gerade nicht an eure Hose heran. Oh. Das meine ich nicht. Kommst du an das Kabel? Herr Larry. Stromstöße. Wie verwegen. Und ich dachte erst, sie wären langweilig. Oh Soll nein. Ich die Kabelenden an meinen Nippeln befestigen? Ja. Es reicht schon, wenn du es hältst. Na gut. Geil. Bis dann. Wenn ich jetzt einen Knopf drücke, was passiert dann? Versuchen wir es. Puff! Ach, schade. Das war mal eine Eistruhe, aber heute nicht mehr. Selbstrespekt, wir reden hier von Larry. Ja, aber komm, es kann doch nicht sein, dass du dich dafür nackt machen musst. Auch Larry hat eine gewisse Form von Selbstrespekt, wirklich. Auch wenn er echt viel Unglück hat und auch Dinge tut, die, ja, bedenklich sind. Aber er hat einen gewissen Selbstrespekt auch verdient. Er ist eigentlich echt ein armer Lauch, muss man einfach mal zugestehen. Hallo, kannst du mal reinkommen? Was willst du? Ich möchte mal anmerken, dass ich bei einem anderen Stream einmal Werbung bekomme, während des lädt, dass Stream doppelt zu zahl werden und nach dem Stream wieder läuft und dann auf letzter Quelle, glaube ich, dreimal Werbung bekomme. Natürlich alle 30 Sekunden Länge. Was? Das ist ja bewusst Werbung davor geschaltet, oder? Das klingt ja schon ein bisschen sehr seltsam. Ich habe gehört, dass du gerne mal einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Ich habe gehört, dass du gern mal einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Naja, sowas haben wir nicht so oft hier. Und wenn, dann nicht lange. Das könnten wir ja ändern. Bist du denn ein typischer Mann? Ein typischer Lauch auf jeden Fall. Meinst du meinen Geschmack oder mein Aussehen? Ich bin natürlich überdurchschnittlich. Man kann mir viel nachsagen, aber nicht, dass ich normal wäre. Ja, er ist schon besonders alt, das stimmt. Man kann mir viel nachsagen, aber nicht, dass ich normal wäre. Dann interessierst du mich nicht. Was? Wir müssen super normal sein? Ich habe gehört, dass du gern mal einen ungegrillten Mann nackt sehen würdest. Naja, sowas haben wir nicht so oft hier. Und wenn, dann nicht lange. Das könnten wir ja ändern. Bist du denn ein typischer Mann? Meinst du meinen Geschmack oder mein Aussehen? Dein Körper. An mir ist alles dran, wenn du das meinst. Gut, dann zeig mal. Easy! Du willst keine Zeit verlieren, was? Meine Schicht ist bald rum. Alles klar! Also los! Als ob! Das Geräusch! Okay, der ist zumindest nicht gegrillt, aber auch total schrumpelig. Ja, er ist wetterfühlig. gerade keinen Dienst. Er hat gerade keinen Dienst. Muss er auch alles auf einem Scrumboard eintragen? Auf jeden Fall. Sie müssen ihn mal anfassen. Was meinen Sie, was dann passiert? Gute Güte. Oha. Halt dich da raus. Also, er hat nicht direkt Unrecht. Aber jetzt habe ich das auch mal im Original gesehen. Danke. Immer gern. Vor allem dann, wenn man nicht verklagt wird. Erinnert mich irgendwie an das Futter für euch. Jetzt will ich aber wirklich was zu essen haben. Naja, es ist eigentlich immer noch keine Fütterungszeit. Aber da du mir deins gezeigt hast, zeige ich dir jetzt auch meins. Ja? Wie jetzt? Ein Moment. Das sieht sehr appetitlich aus. Jedenfalls appetitlicher als das andere. Bei dem kleinen Kerl da können wir machen, was wir wollen. Er setzt einfach kein Fett an. Oh, ja, warum wohl? Länger. Meine Körperflüssigkeiten sind nun einmal immer im Schwung, gute Frau. Klar.
Was zum Geier ist da gerade passiert? Dass Pi dazu nicht sagt, ne? Na klar ist das kein Mann, das sieht man doch sofort. Ich sag ja, es ist Larry. Ja, also, der Punkt ist, klar es ist Larry, ja. Aber, wie gesagt, Selbstachtung und so. Ich weiß nicht, wie weit man selbst gehen würde, wenn man in Larrys Situation steckt und man das zu hören bekommt. Geht man dann so weit? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn man vielleicht davon ausgeht, dass man demnächst aufgefuttert wird und dann sein Leben verliert, was ja jetzt auch recht ausweglos scheint. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde versuchen, das anders zu lösen. Aber das... Na, schwierig. Also, ich steckte noch nie in so einer Situation. Von daher keine Ahnung. So ein schrumpeliges Würstchen. Okay, das ergibt Sinn. Oh, warte mal. Können wir das als Verbindungsstück benutzen? Das passt da genau rein. Geil. Geil. Versuchen wir es. Er steht halt voll drauf. Patz! Wir haben es geschafft, Pi. Los, wir können von der Insel fliehen. Willst du den kleinen Kerl etwa zurücklassen? Naja, sie haben ihn halt zum Fressen gern. Also, Naja, sie haben ihn halt zum Fressen gern. Larry, das kannst du nicht tun. Du würdest ihn doch nicht seinem Schicksal überlassen. Ich meine, er ist schon irgendwie, anders, aber... Du hast ja recht. Sie gehen schon, Herr Larry. Ich hätte gedacht, Sie wüssten die Gesellschaft dieser Fashion-Damen zu schätzen. Und ich hatte gehofft, wir würden uns noch viel näher kennenlernen. Viel intimer. Oha. Aber wo ich genauer darüber nachdenke... Wir können ihn auch hier lassen. Wenn Sie so findig sind, dass Sie sogar aus diesem exzellent bewachten Gefängnis ausbrechen können, mit Ihrer Hilfe könnte ich vielleicht sogar diese Höhle des kosmischen Wissens lokalisieren. Wir könnten die Genüsse dort gemeinsam erleben. Wäre das nicht ganz wunderbar? Wahnsinn. Ich bin mir da nicht so sicher. Falls Sie sich kundig machen wollen... In meinem Hotelzimmer mit der Nummer 69 finden Sie ein Dossier, das ich zusammengestellt habe. Als Darin ist ob... alles, was ich darüber herausfinden konnte. Ich denke darüber nach. Halt die Ohren steif. Nicht nur die. Der Typ ist echt noch krasser als Larry. Oh, sprich mir nach. Es ist Larry. Ja, ich weiß, es ist Larry. Aber trotzdem. Puh. Wir sind entkommen. Und niemand muss irgendwen essen. Swingle ist noch dort. Ach, der wird schon auf sich aufpassen. Aber was machen wir jetzt? Faith hat ihr Gedächtnis verloren. Nicht einmal an mich kann sie sich erinnern. Jetzt denk doch mal nach, wie wir das ändern können, Larry. Mal scharf nachdenken. Ich. Ja, ja, ich lege sie so richtig flach. Ja, ich hau ihr einen Gummihund auf den Kopf. Beste Lösung. Ich gebe einen Kaktus zum Essen. Nein. Ich lasse sie einfach auf dieser Insel versauern. Ja. Ich füttere sie richtig an. Gilt als Fetisch, habe ich mir sagen lassen. Ist aber nicht cool. Eine klassische Larry-Antwort. Das ist eine ganz klassische Larry-Antwort. Logisch. Lasse sie einfach auf dieser Insel versauern. Das könntest du doch gar nicht, wenn du wolltest. Das stimmt. Schließlich steht Faith auf mich. Ich muss es ihr nur wieder ins Gedächtnis rufen. Natürlich, Larry. Ihre Liebe wird direkt wieder entflammen. Sag ich doch. Gerade eben hast du doch etwas von Swingle erfahren. Seine Reißverschlüsse haben mich abgelenkt. Das ja! mit der Höhle. Was für eine Höhle? Larry, er hat gesagt, dass es auf dem Archipel eine Höhle des kosmischen Wissens gibt. Wer sie betritt, erlangt tiefes Wissen über sich selbst. Ich weiß doch längst alles über mich. Aber nicht Faith du. Nicht. Ach so. Oh. Stimmt.
Ob das mit den Genüssen zu tun hat, auf die dieser Knilch scharf ist, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht hat diese Höhle tatsächlich irgendwelche Kräfte, die bei Faith zu einer Selbsterkenntnis führen. Oh. Und dann erinnert sie sich. Guter Plan. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du mir das Denken abnimmst. Und das finde ich gut. Du musst also die Höhle lokalisieren und öffnen. Ja. Wenn du dann Faith irgendwie dorthin schaffen kannst. Ja. Dann... Ich weiß es. Ich... Ich lege ihr ein Gummihuhn auf den Kopf. Ich kaufe ja Blumen. Nein, ich gebe ihr die Maximalpunktzahl bei Timber. Ja, das wird sein. Ich lasse sie auf einer anderen Insel versauern. Genau, das ist... Lasse sie auf einer anderen Insel versauern. Nein, Larry. Wenn die Legende stimmt, wird sie sich dann an alles wieder erinnern. Das klingt alles fast zu einfach. Okay, lass uns nach Kalawa zurückkehren. Wir sollten in Swinkle Sweet nach diesem Dossier suchen. Ja, genau. Ich frage mich, ob es jemals wirklich ein Phone geben wird mit so einem, mit so einer Holographie von der KI, die uns das Denken abnimmt. Das U-Boot sieht auch gar nicht aus wie so ein Swingle, ne? Also, boah. Zentrale, bitte kommen. Nein, Mr. Coffee, ich sagte, das ist Gleitgel. Das kommt nicht in den Mund, sondern... Spuck das wieder aus! Was ja, ist denn mit ihm? Was gibt es? Haben Sie schon etwas über diesen Larry herausfinden können? Halten Sie sich fest, Yan Mai. Er hat bei Prune gearbeitet. Was? Wir haben ihn in den Personalunterlagen gefunden. Er war Stripper-Praktikant. Das muss eine Tarnidentität gewesen sein. Also hat er auch schon Prune infiltriert, dort vermutlich alle Firmengeheimnisse gestohlen. Aber in wessen Auftrag? Für wen arbeitest du, Larry? Er ist es eindeutig ist so eine Bedrohung. Gut. Vielleicht sollten Sie ihn sicherheitshalber eliminieren. Nein, wir dürfen nicht unser Ziel aus den Augen verlieren. Faith, wenn er es geschafft hat, Prune zu unterwandern, wird er vielleicht auch herausfinden, wie Faith ihre Erinnerung zurückerlangen kann. Auf jeden Fall. Das ist so gut. Ich habe diese Story in so einem Film schon mal gesehen, nur wo so ein Idiot einfach so schlau gemacht wo der wurde. Algorithmus ist. Gut. Sie haben mein vollstes Vertrauen und mein bestes Foltermesser. Aber waschen Sie es gründlich, bevor Sie es wieder zurückbringen. Es ist ein Familienerbstück. Verstanden. Ich sollte nachsehen, was das Geheimprojekt macht. Hoffentlich gibt es Ergebnisse. Yo, Alter. Das wird immer seltsamer, aber egal. Oha! Ich habe Druck bis zum Hals. Nari, meine Kleine. Meine Lieblingsingenieurin. Mein Genie. Wie laufen die Tests? Was testen Sie denn da? Ehrlich gesagt nicht so gut wie erhofft. Die Motorik ist noch nicht ausgereift und die KI funktioniert nicht gut genug. Oh. Und die Sexroutinen? Der Typ. Die gehören zur Motorik. Zum Glück haben unsere Testpersonen einen Vertrag unterschrieben, der Klagen wegen Verletzungen ausschließt. Was mit dem Algorithmus von Faith wäre alles einfacher. Es kann nicht mehr lange dauern, Dari. Wenn wir die selbsterlernende Routine haben, wird es genauso laufen. Von selbst. Okay. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen unser Produkt ankündigen. Das können Sie doch nicht das machen. Das halte ich nicht für ratsam. Dankeschön. Doch, Nari. Etwas braut sich in New Lost Wages zusammen. Etwas ich fühle böse. Es. Gut, ich fühle auch so ein Jucken im Schritt. Das hängt damit aber nicht zusammen. Jedenfalls, wir müssen allen einen Schritt voraus sein. Bald enthüllen wir der Welt den P-Bot. Eine Sexpuppe. Oh Gott. Puh, warum bin ich jetzt so medi überrascht? Die Wanky Hankies, Alter! Also, doch, das sieht mir nach dem Zimmer von Swingle aus. Er hat es sich hier wirklich gemütlich gemacht. Findest du nicht, Pi? Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Ich verstehe gar nicht, was das Problem ist. Es sieht sehr sauber aus. Oh. Es ist ja wieder so typisch, ne? Wir machen, also Larry macht random Dinge zufällig richtig und die geheimste Geheimagentin des geheimsten Geheimagentendienstes denkt, boah, das ist voll das Brain. Das ist wieder so typisch.
Wir haben hier Markierungen und wir haben ganz viele Handywangers. Wir haben ein Telefon, ein Safe. Ein äußerst verdächtigen Hebel. Oha. Und natürlich ein Kissen, klar. Und hier den Massagestab. Massage. Psst, psst. Dezent und vielseitig einsetzbar. Ach, so ein Massagestab. Hey, ja. Massagen. Das Zimmer kommt ja sehr bekannt vor. Hast du auch so eins? Er sieht, also, die Zimmer sehen ja überall gleich aus. Das könnte auch das Zimmer von Faith sein, bloß mit anderer Ausstattung. Oh, herzig. Ja, geil! Ein grüner Tentakel! Mega lustig! Damit kann man eine sehr kleine Welt erobern. Aber doch nicht mit grünen Tentakel. Das muss Purpur-Tentakel sein, du Anfänger. Seltsame Noppen. Ja, eigentlich nicht. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht ganz rausgefunden, für welche Sexpraktik das am besten geeignet ist. Es fällt immer ab. Ja gut. Larry und Brain wäre bestimmt eine interessante Sendung. Ja, wahrscheinlich. Klar habe ich auch so eins, hat auch die Nummer 69. Sehr schön. Okay, was haben wir denn hier noch? Das Fenster können wir nicht aufmachen. Wir haben die tollen Hanky-Wankys oder Wanky-Hankys. Soft und saugfähig. Sie sehen nicht benutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Das ist unter Umständen eventuell sogar schlau. Was da wohl drin ist? Ja gut. Ja. Irgendwie muss ich bei dem Anblick an Nari denken. Was sie wohl inzwischen macht? Arbeiten, das ist. Warum heißt der denn Gagball? Der ist doch gar nicht witzig. ja, das ist, Dinge! Was haben wir denn hier noch? Ein Fetischanzug! Na, das überrascht überhaupt nicht. Immerhin hat auch Wechselkleidung. Wie hygienisch. In Schwarz! Na, da passe ich nicht rein. Hoffentlich. Jetzt wird Larry jetzt zu Lingle? Nein, ich glaube nicht. Ich hätte gesagt, er passt da nicht rein. Ach schade, das Halsband kann man nicht mitnehmen. Das enttäuscht jetzt ein bisschen. Was da wohl drin ist? Und vor allem, wie soll ich da einen Code eingeben? Gute Frage. Ein Telefon eben. Das Kabel verschwindet unter der Anrichte. Spannend. Dieser Fetischanzug, ey. Und der Ball. Ist da noch Speichel dran? Der stammt von Swingle, aber der hier ist nicht rot. Ich frage mich, ob wir eventuell auf der Insel noch irgendwas mit ihm... Ich habe da Ideen, fürchterlich. Okay, was soll ich wählen? 1800 Sleaze Wars, cool. Pi. Das ist gut. Hallo, ich möchte mich über einen Bug beschweren. Oh, falsche Nummer. 25134, woher haben wir das? 32145, 420? Woher haben wir diese ganzen Nummern? Eine Infobroschüre über die Insel. Hier stehen ein paar langweilige Eckdaten über die Geschichte des Archipels. Viele hübsche Bilder, die ziemlich alt zu sein scheinen. Und einiges über die Flora hier.
Irgendwo im Archipel wächst ein seltener Pilz mit einer starken Biolumineszenz, der die Herzfrequenz stark absenkt, wenn man ihn isst. Die das Orchideen hier sind wohl alle ziemlich giftig. Aber es kam auch keine Telefonnummer irgendwo, ne? Nur eine Art, die eine einzelne blaue Blüte und spitz zulaufende Blätter hat, tötet einen nicht, wenn man sie anfasst. Ich will gar nicht wissen, was es da noch für gefährliche Tiere hier gibt. Das scheint eine Größenskala zu sein. Die kann ich nicht mitnehmen. Rot, grün, weiß, lila, dunkelrot. Okay, keine Ahnung. Abgeschlossen. Und man kann da keinen Code oder sowas eingeben. Okay, das ist seltsam. Ah, wahrscheinlich öffnen wir den Safe, indem wir hier den Code eingeben. Das könnte Sinn ergeben. Wir benutzen mal den äußerst verdächtigen Hebel und gucken, was passiert. Ich weiß, ich soll nicht an Hebeln ziehen, von denen ich nicht weiß, was sie anrichten, aber... Yo! Na, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht tun sollte. Ja, der Lippenstift ist hier nicht zu benutzen. Ein Sklave einfach. Der hängt da so ab. Vielleicht ist es ja auch nur ein Taucheranzug, der zum Trocknen aufgehängt wurde. Natürlich, Larry. Warum sollte beim Mund sonst ein Reißverschluss sein? Für den Schlauch. Total logisch. Ja, genau. Total logisch. Vor allem die Disco-Kugel. Mega gut. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Tja, können wir den jetzt mal so ein bisschen massieren? Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Glaube ich nicht. Ist das wirklich nur der Sklave? Da ein Umschnell-Dildo, alles klar. Eine repräsentative Größe, würde ich sagen. Schon praktisch, wenn man sowas einfach wieder abnehmen kann. Mach mal das Licht an. Ja, wie denn? Ich fühle mich schon etwas seltsam damit. Verstehe ich nicht. Kann ich das eigentlich miteinander kombinieren? Gute Idee, aber so nicht. Schade. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Tja. Wieso gibt es hier oben und da unten Wanky Hankies? Sie sehen nicht benutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Sie sehen nicht benutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Soft und saugfähig. Es gibt ja hier keinen Lichtschalter, sondern nur die Fahrstuhltüren. Also von daher... Nö. Wieder einfach oben hängen bleibt. Das ist auch so... Hä? Der ist doch bestimmt schon längst tot. Aber wie kommen wir denn jetzt an die Kombination? Kein Hinweis. Keinen einzigen. Wir können noch nicht gehen. Wir müssen erst Zwingles Dossier finden. Bitte such einfach dieses Dossier und lass uns hier verschwinden. Ich weiß, wo es ist. Es ist ja wahrscheinlich im Safe, aber wir können nicht wahllos irgendeine Nummer wählen, oder? Okay, was soll ich wählen? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5, Nase. Wir sehen uns in der Hölle. 1, was? 9, 1, 1. Kalaua hat wohl keine Polizei. Aber das kann nicht sein, dass wir das komplett durchraten müssen. 1, 2, 3, 7. 5, 5, 5, Schuh. Hallo, Dr. Schuh?
keiner dran. Och, langweilig. Oh, 916 Call Turk, geil. Ich wähle das K, auch wenn es nichts bringt. 1-240 Idee, okay. Ich hab keine Ahnung. Geht keiner ran? 7353? Was? Die Lottozahlen, genau. Warum auch immer. Jetzt habe ich 108 Minuten lang wieder Ruhe. Was? Geht keiner ran? Jo! Was für eine Nummer! Die Nummer lässt sich leicht merken. Genau. Ja, das führt ja zu nichts. Was da wohl drin ist? Und vor allem, wie soll ich da einen Code eingeben? Tja, das ist eine gute Frage. Ich dachte eigentlich, der Sexsklave führt zu irgendwie einer Bereicherung, aber irgendwie nicht. Ah, nee, 54321 ist ja auch Quatsch. Aber wenn ich wüsste, in welcher... Das scheint eine Größenskala zu sein. Wenn ich wüsste, in welcher Reihenfolge... Das scheint eine Größenskala zu sein. Boah, warte mal. Wir haben ja hier Lichter, ne? Aber ist das so weit weggeholt? Wir haben auf jeden Fall weiß und wir haben auch grün, aber die restlichen Farben haben wir nicht. Nee, der sieht wirklich nicht glücklich aus. Der sieht gar nicht glücklich aus. Gott, auf dem Fußboden sind ja auch noch welche. Was da wohl drin ist? Das scheint eine Größenskala zu sein. Jetzt sollen wir jetzt wirklich von diesen Punkten, die hier aufleuchten, irgendwas der Größe nach Ort oder zählen? Das kann es doch nicht sein. Ja, die Lichtpunkte zählen, als ob. Es ist halt dunkel. Erinnert mich an den Clown-Joke von Family Guy. Wait, what? Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Ach, schade. Ich dachte, man könnte mit dem Sklaven noch mehr machen. Besser nicht. Na, hat er ja schon. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Weiß, grün, gelb, grün, gelb, weiß, gelb, 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 grün, grün, weiß, gelb. Es gibt ja einfach auch kein Gelb. Es gibt ja nur das Weiß, was wir haben, und das Grün. Und... Haben wir irgendwo rot? Was? Ja, nee. Boah, ich habe echt keinen Schimmer. Gelb, grün, weiß, weiß. Wäre auch noch ein weiß oder noch ein gelber. Ey, das kann's doch nicht sein, Leute. Pi? Ja. Diese Frau mit dem Hut und der Sonnenbrille ist irgendwie eigen. Reagieren nicht viele Frauen exakt so auf dich? Ja, die sind alle eigen. Und du nicht? Ich bin nur eigen, wenn man mich nicht so gut kennt. Ach so. Du bist aber danach immer noch eigen. Ohoho, jetzt wird das Stück Technik auf einmal kritisch. Na sowas. Ja gut.
Wir haben hier ganz viele Leuchtepunkte. Und der größte Leuchtepunkt, den wir hier haben, das ist hier der grüne. Denke ich jetzt einfach mal. Aber das hilft uns ja nicht mit den anderen Farben. Es sei denn, der Swingelsklave wäre von der Größe her das größte und wäre die 1. Oder ist er die 4? Und das nächstgrößere wäre... Ich habe keine Ahnung. Das ist doch nicht mal ein Hinweis darauf gibt, wie man das machen sollte. Das ist, finde ich, auch super schwer, Gelb und Weiß auseinanderzuhalten. Zumindest an einigen Stellen. Also das hier ist halt alles Gelb, das ist Weiß, das ist klar. Da ist Gelb, das ist Grün, Gelb, Grün-Weiß. Haben wir Gelb, Weiß, Grün-Weiß. Weiß. Weiß, Grün, Gelb. Hier, es könnte Weiß sein, könnte aber auch Gelb sein. Aber mir fehlen trotzdem die... Also wir haben, okay, Schwarz hätten wir dann damit gefunden. Grün hätten wir gefunden. Also wir haben 3 Farben von 5. Um Himmels Willen. Das sind ja alles noch Herzen, die da drauf sind. Und hier sind auch noch mal hellere Flecken. Boah, das ist ja mega schwierig. Genau, wie möchtest du rosa und rot hier auseinanderhalten? Wenn man genau hinguckt, sind ja hier auch noch rosa Herzen drauf. Und hier sind auch nochmal 2 Flecken. Das kann es doch nicht sein. Außerdem treiben ja hier immer noch diese roten Blinke-Dingsies durch die Gegend. Und dann, selbst wenn wir die Zahlen hätten, wüssten wir nicht, was bedeutet. Hä? Die kann ich nicht mitnehmen. Warte mal, wir können den Gagball da hinlegen. Okay, und jetzt? Hat uns das irgendwas gebracht? Hast du gesehen, dass am Spiegel ein Plus und ein Minus ist am oberen Rand leicht links? Nö, nee, habe ich nicht. Moment. Oh! Easy! Easy! Habe ich verstanden. 3, 4, 5.
Jetzt ergibt das Rätsel auch einen Sinn. Ja, genau. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Aber ich sehe das Plus und Minus am Spiegel immer noch nicht. Ach da! Tatsächlich. Ja gut, aber uns fehlt ja trotzdem ein Gegenstand offensichtlich. Und zwar der rote. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Ja, in der Tat. So, das Rätsel natürlich wirklich einen Sinn. Das ist ja dann okay, bloß... was ist denn jetzt das Rosa? Ich packe erst wieder alle Spielzeuge ein, bevor ich die Tür schließe. Irgendwas muss doch... Ich seh was, aber ich bin nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass wir das letzte einfach war. Ah, Biberstöpsel. Gucke mal. Ich mag Biber. Muss man halt auch echt mögen. Okay, dann ist das Spiel wenigstens nicht ganz so unfair, wie ich dachte. Das ist okay, damit kann ich leben. Jetzt muss ich halt nur noch herausfinden, was rot und was rosa ist. Ich denke mal, das hier ist eher rosa, ne? Ja, guck mal. Jetzt erzählt mir noch mal, der Typ ist nicht pervers. Zwei, drei, vier, fünf, eins. Herrlich. Zumindest weniger dieses okay. Blaue Boot. Was soll ja. Ich wählen? Das hat den Safe entriegelt. Geil! Ja, Mensch, das Buch. Ich bin gespannt, was in Swingles Dossier steht. Schau mal hier, Pi. Das muss das Dossier sein, von dem Swingle erzählt hat. Und darunter ist eine aufblasbare Puppe. Igitt. Es ist irgendwie klebrig. Pass es nur mit spitzen Fingern an. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Krankheiten du dir damit einfängst. Yikes. Lass es mich lieber für dich einscannen. Ich nehme alles daraus in meine Datenbank auf. Dann kann ich dir immer die Informationen geben, sobald du sie brauchst. Cool. Halt mich nur nicht zu nah ran. Bäh. Alles klar. Bäh. So, ich habe alles. Cool. Was ist denn alles in diesem Dossier? Swingle war wirklich fleißig. Das sind Kopien von historischen Dokumenten von der Mannschaft, die den Archipel entdeckt hat. Tagebucheinträge und Briefe, das Logbuch des Kapitäns, ein paar ziemlich verwirrte Notizen und Swingle hat auch Anmerkungen eingetragen. Die Besatzung dieses Schiffes hat tatsächlich diese Höhle des kosmischen Wissens betreten, die Swingle erwähnt hat. Oh, um sie zu öffnen, war ein Schlüsselstein nötig, den sie gefunden haben. An der Stelle sind die Aufzeichnungen etwas... durcheinander. Sie haben wohl tatsächlich viel über sich selbst erfahren, aber bei einigen war das wohl unschön. Was sie jedenfalls erfahren haben, hat sie dazu gebracht, den Schlüsselstein in vier Teile zu zerbrechen. Kapitän Muffington, Reginald Cockburn, Lady Gobbledick und der Marquis de Connard. Sie alle haben einen Teil behalten. Den Weg zur Höhle haben sie unkenntlich gemacht, damit sie niemand jemals wieder betritt. Na toll. Das klingt nach einem Job für Larry Leffer. Ja klar. Was war aus ihnen? Sie sind alle unter mysteriösen Umständen gestorben. Oha. Okay, Storytime. Erzähl mir was über den Kapitän. Diesen Namen. Muffington hat sich zunächst auf eine der Inseln niedergelassen. Diese ist heute noch nach ihm benannt. Aber was auch immer er in der Höhle über sich gelernt hat, eines Nachts hat er es nicht mehr ausgehalten. Er versuchte mit einer kleinen Crew, die Unsatisfied aus dem Archipel zu segeln.
Aber gewaltige Wellen schlugen sein Schiff gegen die Felsen. Einer dieser Felsen war der sagenumwobene Penisfelsen, der heute noch als Fruchtbarkeitssymbol verehrt wird. Also ist sein Teil des Schlüsselsteins vermutlich dort mit ihm gesunken. Vermutlich. Ah, okay, jetzt können wir durch die Story rausfinden, wo welche Teile vermutlich liegen. Was weißt du über Cockburn? Reginald Cockburn hat mit Lady Gobbledick eine Familie gegründet. Oh, das ist interessant. Seine Tochter hat später den Namen Marley angenommen. Ach komm, es ist hier. So heißt doch Bobby. Genau. Ich sollte sie danach fragen. Cockburn hat also glücklich bis ans Ende seiner Tage gelebt? Er ist durch Sexsucht an einer gebrochenen Hüfte gestorben. Sag ich doch. Ach, was für ein was Leben. Was für ein Leben. Hast du mir zugehört? Du stellst Sexsucht gerade irgendwie negativ dar. Ja, echt mal. Egal. Jedenfalls wurde er auf Muffington Island begraben. Wahrscheinlich mit seinem Schlüsselstein. Wahrscheinlich. Was ist mit Lady Gobbledick passiert? Sie ist auf mysteriöse Weise erstickt. Über sie sind kaum Informationen erhalten, außer dass sie mit Cockburn gelebt hat. Hier ist noch ein Tagebucheintrag von ihm. Das Grab meiner verehrten Lady Gobbledick darf von niemandem gefunden werden. Oh, krass. Die dunkle Wahrheit darf niemals ans Licht kommen. Nur ich kenne den Weg zu ihrem Grab. Er beginnt auf... Da endet der Eintrag. Es geht offenbar die zweite Seite. Ich muss diese zweite Seite finden, um zu Lady Gobbledicks Grab zu gelangen. Ich weiß, wo das und mehr ist. Über ihren Schlüsselstein herauszufinden. Das ist bei der Stele, da wo das große G ist. Wetten? Oh, hier. Sherlock Le Chris ermittelt. Alter, was ist da los? Was wurde aus dem Marquis? Der Marquis hat nicht verkraftet, was er in der Höhle über sich gelernt hat. Er hat sich in den Vulkan von Kalaua gestürzt. Oh. Ups. Das heißt, es gibt keine Spur von seinem Schlüsselstein. Vielleicht ist er zusammen mit dem Typen geschmolzen. Maybe. Aber du könntest beim Vulkan nach Spuren suchen. Okay, ich habe also 4 Schlüsselsteine zu suchen. Und natürlich die Höhle des kosmischen Wissens selbst zu lokalisieren. Stehen im Dossier noch Informationen, wo sie sein könnte? Es deutet einiges auf Gofuku Island hin. Na, was für ein Zufall. Hat sogar ein paar Koordinaten eingetragen, wo er die Höhle vermutet. Aber selbst wenn du die Höhle und alle 4 Teile des Schlüsselsteins gefunden hast, gibt es immer noch ein Problem. Das da wäre... Ich bin zu sexy für ein Hemd. Dein Akku ist bald leer. Ich muss die Tochter des Bürgermeisters heiraten. Oh ja. Das ist bei uns ein Problem. Bei Monkey Island nicht. Ich sehe übrigens Parallelen zu Monkey Island. Ne? Es ist so ein bisschen so, suche das Versteck von LeChuck, aber vorher meistere die 3 Prüfungen. So, das ist, klingt sehr ähnlich vom Prinzip her. Das mit der Hüfte erinnert mich an die eine Folge von How I Met Your Mother. Das war die Folge mit dem Puma, die Nachhilfe von Marshall. Okay, keine Ahnung. Ich habe How I Met Your Mother nicht komplett gesehen. Muss ich zugeben. Kann ich nichts zu sagen. Ich bin zu sexy für mein Hemd? Nein, du musst Faith dazu bringen, mit dir in diese Höhle zu gehen. Du meinst, ich muss die gefährlichen, bewaffneten Kannibalespen austricksen, um eine Audienz bei ihrer Königin zu bekommen, die Gedächtnisverlust hat und mich braten will? Genau. So gut wie erledigt. Und ich weiß nicht, Larry, ob das überhaupt eine gute Idee ist, was diese Leute damals in der Höhle über sich erfahren haben. Einige hat es in den Wahnsinn getrieben. Wer weiß, was mit Faith in dieser Höhle passiert. Oder mit dir. Oh, kosmisches Wissen. Selbsterkenntnis. Endlose Genüsse. Diese Höhle könnte auch gefährlich sein. Wir haben keine Wahl, Pi. Faith ist sowieso verwirrt und hat Gedächtnisverlust. Ja? Vielleicht verpasst die Höhle ihrem Verstand einen Schubs in die richtige Richtung. Und vielleicht. Wenn gleichzeitig ich zu einem sexsüchtigen Perversen werde, dann... Würde sich ja nichts ändern. Hey, korrekt. Ich wollte sagen, dann werde ich damit leben müssen. Bis du an einer gebrochenen Hüfte stirbst oder dich in einen Vulkan wirfst. Genau. Mir brummt der Schädel, Pi. Keine Sorge, habe ich alles in deine App eingetragen. Nice. Ich sehe, wir haben einiges noch vor uns. Das finde ich lustig und gleichzeitig traurig. Was, echt nicht? Wenn ich mich recht erinnere, war das Staffel 7, Folge 607. Zu der Zeit, als How I Met Your Mother kam, gab es noch so viele andere Serien, die liefen. Es war so viel. Wirklich, es war so viel. Und irgendwann habe ich aufgehört, Serien zu gucken. Ich habe so einen riesen Stapel, den ich noch nachholen müsste. Ich habe irgendwann echt aufgehört, Serien zu gucken. Wenn du mit einer Serie anfängst, wo die erste Staffel gerade raus ist, dann kommst du einigermaßen noch hinterher. Aber wenn du feststellst, es gibt 7 Staffeln, du bist bei Staffel 3, dann denkst du so, was willst du denn das machen? Du musst ja nebenbei noch andere Filme gucken und hier und da und... Oh. Und How I Met Your Mother ist keine schlechte Serie, das möchte ich mal dazu sagen, ne?
aber ich habe bestimmt, weiß nicht, also mehr als 3 Staffeln habe ich nicht gesehen. Scrubs habe ich auch nicht ganz bis zum Ende gesehen, weil ich gesehen habe, dass es schlecht wurde. Und was gab's noch, was habe ich noch gesehen, was da so in der Richtung kam? Two and a Half Men, auch sehr gut. Habe ich aber auch nicht alle Staffeln gesehen. Insgesamt sind es 9 Staffeln, das ist der Wahnsinn, also das ist echt heftig. Okay, wir haben das Buch in unserem Inventar. Und wir haben ganz viele To-Dos. Die Höhle des kosmischen Wissens. Da müssen wir Oh Gott, wir haben so viel zu tun. Das Ende ist die totale Erinnerung. Alles klar. Jetzt sollten wir erstmal Bobby danach fragen. Können wir die ganzen Sachen jetzt mitnehmen? Vielleicht sind die zu irgendwas noch zu gebrauchen. Außerdem können wir ja nicht zulassen, dass die kann ich nicht mitnehmen. Dass irgendjemand eventuell die Kombination rausfindet, das geht ja nicht. Ich sollte Swingles Spielzeug lieber hier lassen. Ach komm! Er braucht es nötiger als ich. Verdammt! Und wir in die richtige Richtung hingestellt. Ach komm! Ja! Manche Serien werden einfach abgebrochen, wie Z-Nation. Es gibt noch andere, die einfach abgebrochen wurden, die auch wirklich gut waren. Dafür lief ja, wie hieße, mit dem Supernatural über 10 Staffeln. Mega heftig. Okay, dann befragen wir mal Bobby, was sie denn dazu sagen kann. Schließlich ist sie ja die Nachfahrin. Na? Na? Du siehst so aus, als wolltest du wieder meine Liebesgrotte erkunden. Wobei, eigentlich siehst du immer so aus. Das heißt also ja? Das heißt also nein. Danke. Oh. Für den Moment bin ich zufrieden. Ich aber nicht. Dein Problem. Ha! Wie freundlich! So kann natürlich auch eine Abfuhr kassieren. Easy. Okay, wow, hier gibt es wie viel wir einfach fragen können. Reginald Cockburn ist also dein Vorfahre. Reginald Cockburn ist dein Vorfahre? Stimmt. Wie hast du das denn rausgefunden? Er trägt sein Gehirn in der Tasche mit sich rum, Schwester. Ja, easy. War er. Nicht unbedingt ein Höhepunkt meines Stammbaums. Der Stein unten im Foyer stammt von ihm? Ja. Larry, das muss einer der Schlüsselsteine sein. Ah, verstehe. Lass mich raten, wenn wir den Stein komplett zusammengebaut haben, sieht's aus wie ein Penis. Kann ich den Stein aus dem Foyer haben? Der ist echt hübsch. Ich würde ihn nur aus der Hand geben, wenn ich im Gegenzug ein anderes Andenken an Reginald Cockburn erhalte. Vielleicht seinen legendären Siegelring. Der hat angeblich ganz außergewöhnliche Kräfte. Oha, vielleicht. Kannst du mir noch irgendwas über Reginald Cockburn sagen? Es ist nicht ganz so viel über ihn erhalten oder berichtet worden. Er war schwer in Lady Gobbledick verliebt und hat ein ereignisloses Leben geführt. Mhm. Ich habe mal versucht, sein angebliches Motto als Slogan für Kalauer zu promoten, aber das hat keine Resonanz ausgelöst. Da habe ich es sein lassen. Wie okay, lautete es denn? Was sich bewegt, kann man auch vögeln. Nettes Motto, aber ein schlechtes Slogan. Ja, ey. Eben. Oh Mann, ey, was ist denn mit diesen Leuten nicht richtig? Wo finde ich die Höhle des kosmischen Wissens? So genau weiß das niemand. Natürlich der Legende weiß das zufolge niemand. Irgendwo auf Gofuku Island. Ja. Ich habe die Touristen dann immer dort auf die Insel geschleppt, um ihnen die Überreste der Hochkultur zu zeigen. Die paar Steinköpfe. Das hat sie ziemlich wenig beeindruckt. Na gut. Deswegen lasse ich das inzwischen. Aber wenn dort Spuren einer Hochkultur sind. Ich nenne es Hochkultur, weil wir hier sonst nichts haben. Ach so. Es sieht für mich eher so aus, als wäre vor langer Zeit irgendein Völkchen hier angeschwemmt worden, das die einheimischen Pilze nicht vertragen und komisches Zeug gebaut hat. Und oha. Die Gründungsväter waren wohl auch nicht freiwillig hier, sondern sind hier schiffbrüchig geworden. Das wissen wir. Irgendwie sind ziemlich viele Leute so auf diesem Archipel gelandet. Ja. Bei der Höhle auf Gofuku sind jetzt noch ein paar von den Typen, die wegen des Festivals hergekommen sind. Nee. Sollen sie ruhig, solange sie nichts kaputt machen. Ach was. Rein kaufmännisch ergibt das Sinn. Aber sind Geiz gar nicht besonders zäh? Das melde ich den Behörden. Natürlich nicht. Rein kaufmännisch ergibt das Sinn. Sag ich doch. Natürlich achte ich darauf, dass nicht zu viele Leute verschwinden. Ach niemand so. Hier möchte, dass das auffällt. Na, niemand. Ich habe niemand. Schon verstanden.
Weißt du eigentlich, dass es hier Kannibalinnen gibt? Natürlich. Und natürlich. Das macht keine Angst? Ich achte natürlich darauf, dass sie keine Gäste entführen, die besonders zahlungsfähig sind. Aber ich sage mal, wenn jemand deutlich im Rückstand ist, verschwindet er. Aber sind Geizkragen nicht besonders zäh? Ich esse sie ja nicht selbst. Das mich hast du aber vernascht. Badum. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Klar. Niemand. Ich habe schon verstanden. Okay. Ist der Vulkan eigentlich noch aktiv? Gute ist der Frage. Vulkan eigentlich noch aktiv? Der ist sogar ziemlich aktiv. Deswegen geht dort niemand hin. Natürlich sehen einige durchgeknallte Abenteurer das als besonders große Herausforderung. Mhm. Aber das ist dann das Problem der Lava, nicht meins. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für uns. Aber wir müssen wahrscheinlich dahin. Wo ist denn hier eine Insel mit einem besonders gefährlichen Riff? Wenn ich dir das sage, fühlst du dich herausgefordert, dorthin zu fahren? Vielleicht. Vielleicht. Mit deinem sogenannten Floß? Dann vielleicht. Ist dir besser nicht. Sonst habe ich dich auf dem Gewissen. Ich gehe jetzt. Aber vielleicht will dann eine andere Frau mit mir Sex haben. Wenn sie sonst nichts griffbereit hat? Wow, der Diss, Alter. So. Wir haben Informationen über Reginald Cockburns Schlüsselstein. Der Schlüsselstein von Cockburn ist nicht in seinem Grab, sondern im Hotelfoyer. Okay, wir müssen ein anderes Andenken anbringen. Das heißt, wir müssen aber sein Grab suchen. Niemand weiß, wo sich das Grab befindet. Der einzige Hinweis ist ein unvollständiger Tagebucheintrag von uns. Ich muss weitere Hinweise finden. Der Schlüsselstein. Höchstwahrscheinlich mit seinem Schiff irgendwo im Archipel gesunken. Wir müssen herausfinden, wo das Wrack liegt. Ja, dann ist doch da der Vulkan. Ah, wir können jetzt zu Swingle's Suit hin, aber da wollen wir gar nicht hin, sind wir schon gewesen. Wir begeben uns auf die Aussichtsplattform. Denn wir können jetzt ja mehr gucken, aber wir haben jetzt ein anderes Ziel. Oh, hier unser Kollege ist gar nicht mehr da. Was ist denn hier los? Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. So, also, wir hätten zum Beispiel den Vulkan. Hübsche Insel. Ich glaube, das ist Muffington Island. Dann haben wir das gesunkene Boot, zum Beispiel das hier. Das Schiff bekommt man nicht wieder seetüchtig. Oder eben das hier. Da ist doch ein Boot. Die Vögel können mir gestohlen bleiben. Wer hätte das gedacht? Dort ist Wasser. Reife Leistung, genau diese kleine Insel getroffen zu haben. Okay, wir haben keinen Hinweis. Da ist ein Schiff untergegangen. Keine Ahnung, was die Boje markiert. Aber so weit schwimme ich sowieso nicht raus. Eine mondsichelförmige Bucht. Hatten wir alles schon. Also nichts Neues. Wir brauchen mehr Informationen, die finden wir wahrscheinlich im Hotel. Wahrscheinlich. Oder auf der Insel. Oh, unser Klaviermensch ist weg. Okay, dann will ich mal sehen, was ich noch hinbekomme. Oh ja. Oh, geil. Das hätte ich nicht erwartet. Das war überraschend. Dann gucken wir uns doch mal um, was hier so passiert ist, während wir weg waren. Yo, was ist denn hier passiert? Ey, Rosalie, ne? Der Traum jeder Schwiegermütter. Das Aufblaskrokodil ist bis zum Anschlag aufgepumpt.
Easy. Ich wollte schon immer ein Aufblaskrokodil in der Hose haben. Okay. Oh, Energy Drinks, cool. Dann stecke ich den Energy Drink mal ein. Ist da keiner hier drauf beachtet, darauf achtet, ne? Trinkgeldglas. Da ist nichts mehr drin. Schade. Ja, cool. Einfach mal einen Energy Drink mitgehen lassen. Läuft bei uns. Ihre Haut erinnert mich an irgendwas. Aber ich weiß nicht, an welches Ledersofa genau. True Story. Larry hat versteckte Talente. Ja, bestimmt. Wie ist das Wasser? Gute Frage. Wie ist das Wasser? Nass. Bist du blöd oder was? Hm, halt deine Hand rein, wenn du mehr wissen willst. Ich wusste, dass ich so eine Stimme bekomme. Mir egal, was du wolltest. Ich wusste das. Und so eine alte, raue Stimme, das war mir so klar. Sind Sie schon lange hier im Hotel? Willst du damit andeuten, dass ich seit den 80ern hier bin? Nein, ja. Natürlich nicht. Bin ich aber. Mein zweiter Mann hat damals diesen doofen Investor übers Ohr gehauen und eine billige Suite abgegriffen. Und ich dann ihn. Jetzt gehört die Suite mir. Easy. Sie klingen ziemlich zielstrebig. So kann man das auch nennen. Mhm. Vielleicht hast du doch etwas Verstand, Jungchen. Ja, vielleicht. Und jetzt genießen Sie hier das Leben? Nee, ich suche den nächsten Mann. Hoffentlich hat Nummer 8 mehr auf dem Kasten als Nummer 7. Jo. Und mehr in der Hose als Nummer 6. Was ist mit dir, Jungchen? Bist du in festen Händen? Will man das? Will man das wirklich? Nö. Nee, lass mal. Du siehst aus, als hättest du in den Klamotten geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich mich durchschaut oder beleidigt fühlen soll. Beides. Einfach beides. Was macht die Suche nach einem Mann? Stagniert. Ich hatte da einen Kandidaten im Visier. Dann wollte er nachts schwimmen gehen und ist verschwunden. Also ein Fuß von ihm ist angetrieben worden. Einen Fuß will ich nicht heiraten. Ja, verständlich. Hübscher Drink. Purer Alkohol. Geil. Anders kann ich diese sinnentleerte Existenz nicht überstehen. Verstehe. Sie meinen das gemütliche Schaukeln in einem Pool unter der tropischen Sonne? Genau. Sinnentleerte Existenz. Einfach mal komplett chillen am Pool. Ich muss weg. Nicht absaufen. Oh, herrlich. Wenigstens läuft da nichts. Ich hatte schon Befürchtungen. Hey, Shawnee. Bis später. Dann bis später. Die gibt uns keine neuen Infos. Schade eigentlich. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mit einem aufblasbaren Krokodil in der Hose sollen, aber hey. Er sagt, er wollte das schon immer mal haben. Also von daher. Ah! Okay, Leute, jetzt wird gelacht. Danke, ihr seid ein wunderbares Publikum. Halt schade, dass ihr nicht hier seid. Von dir da hinten abgesehen. Wie heißt du denn? Larry. Larry Leffer. So siehst du auch aus. Heute gibt's einen Knaller nach dem anderen. Oh ja. Die Premiere meiner neuen Bühnenshow mit exklusivem neuen Material, das auf keiner Bühne der Welt bisher zu hören war. Ui. Mhm. Ein Ork, ein Troll und ein Mandalorianer kommen in eine Bar. Sagt der Mandalorianer, ich würfel eine 7. Fällt der Ork tot um. Sagt der Mandalorianer, hey, ich hab doch gar nicht zuerst geschossen. Oh. Okay, funktioniert eher so mittel. Eher so mittel? Schöne Star Wars Referenz. Sehr schön. Oh, das sind, oh, Brötchen. Lecker. Ich nehme eins ein mit. Ein Nekromant taucht vor einer vollbusigen Blondine auf. Sagt sie, hast du einen hohen Charakterwert in der Hose oder freust du dich, mich zu sehen? Der hat gar nicht funktioniert. Er ist ja richtig gut unterwegs. Wenn es einen dritten Teil gibt, ob wir dann Becky wiedersehen? Ich glaube nicht. Es sei denn, es wird ein Running Gag.
Es sei denn, sie wird. Neulich habe ich mir einen Escort-Service bestellt. Aber die wollten mir gar keinen runterholen, sondern mich dauernd heilen. Die meinte, das sei so, wenn man eine Begleitung bei einer Party ist. Sag ich, Party ist gut. Oh, diese zirpende Grille macht's noch unangenehmer. Das ist nicht schön. Dann schauen wir mal. Ach, das ist jetzt wieder... okay. Dass man das im Nachhinein immer noch machen kann. Das ist mal eine Drehkraft. Ich frage mich, ob das Ding irgendwann wegfliegt und ihm genau ins Gesicht ballert. Das wäre auch ein bisschen lustig. Hey, ich bin hier an der Arbeit. Was willst du? Deine Witze sind irgendwie merkwürdig. Ist man irgendwann eigentlich zu alt, um Comedian zu sein? Das ist eine gute Frage. Ist man irgendwann eigentlich zu alt, um Comedian zu sein? Ehrlich gesagt frage ich mich das schon länger. Dieses Leben als Rockstar im Scheinwerferlicht, das ist schon ziemlich zehrend. Yo. Ich dachte, du bist Comedian und kein Rockstar. Hey, das ist respektlos. Hast du mal deine eigenen Witze gehört? Auch wieder wahr. Wow, Alter. Deine Witze sind irgendwie... merkwürdig. Die habe ich mir alle selbst ausgedacht. Echt? Echt? Ja. Ich meine, manchmal lasse ich mich von meinem Team beraten. Du hast ein Team? Jetzt hör auf mit diesem Verhör. Ja, ich nehme, was ich kriegen kann. Eigentlich schreibe ich das alles aus einem Witzebuch ab. Und nicht mal das habe ich mehr. Oh. Das habe ich verloren. Ich hatte es bei diesem komischen Festival dabei. Vielleicht hat es dort irgendwer vertauscht. Stattdessen habe ich jetzt so ein Buch über Rollenspiele. Aber die sind irgendwie seltsam. Ich meine, wer will sich denn bei Rollenspielen nicht als sexy Krankenschwester oder so verkleiden, sondern als Magier, Heiler oder Zwerg? Ich muss halt das Beste draus machen. Kann ich das Rollenspielbuch haben? Kann ich dieses Rollenspielbuch haben? Ich würde es höchstens tauschen gegen ein ordentliches Witzebuch. Am besten das, was ich bisher benutzt habe. Wenn du mir das herschaffen kannst, darfst du diesen Dungeon Master Blödsinn gern haben. Ich finde deine Witze auf dem Fußboden. Zum Beeimern. Zum Beeimern. Danke. Ein Mann von Welt mit erlesenem Geschmack. Irgendwie hat mich bisher niemand so genannt. Dann kann nur ich dich richtig einschätzen. Ja, das Mann. Das macht mir jetzt auch irgendwie Sorgen. Ja, irgendwie schon. Oh Mann. Dann lass ich dich mal weiter rumulpen. Hey, Comedy ist ein ernstes Geschäft. Der Satz, den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Großes Kino. Ah, wo sind denn deine Brüder, Kollege? Was kannst du mir über die anderen Inseln des Archipels erzählen? Da wäre Muffington Island, aber von dort würde ich mich fernhalten. Warum? Nee. Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Ich schon. Dann gibt es Gofuku Island. Die ist total langweilig. Da sind nur so alte Statuen, komische Zeichen, viel Nebel und Geheimnisse und so. Wer will denn sowas? Eben, Alter. Und fahr am besten auch nicht nach Fallus Rock. Da sinken Fallus Schiffe Rock? An der Wand. Warum heißt die Insel so? Da ist so ein Fels. Und ich sag mal, der sieht nicht wie ein Unterarm aus. Ach so. Hab ich verstanden. Bleib locker. Eieieiei. Hey! Was gibt's? Hast du vielleicht eine Ahnung, was aus dem Schrott geworden ist, den ich gesammelt hatte? Schrott? Nee, keine Ahnung. Schrott? Der da an dem Haken hing. Der in Form eines Floßes? Der Schrott in der Form von Schrott. Den habe ich für dich, recycelt. Ist doch super, oder? Alles für den Planeten. Super sauer? Na, wie geht's dem Vogel jetzt?
Ich musste stundenlang schrubben, um das Öl aus seinen Federn zu bekommen. Aber ich habe es geschafft. Das freut cool. mich. Super. Ich habe ihn dann im Dschungel in die Freiheit entlassen. Sogar an einer Stelle, wo ein Weibchen in der Nähe war. Aber als er es gesehen hat, ist der panisch in eine andere Richtung gerannt. Sowas aber auch. Was für ein seltsamer Vogel. Ja, was für ein seltsamer Vogel. Irgendwo wieder ein Tier in Not? Im Moment nicht. Würdest du mir vielleicht helfen, wenn irgendwo Alarm geschlagen wird? Ich habe selbst ganz viele Tiere, um die ich mich kümmern muss. Das ist natürlich ein guter Grund. Die hängen alle in seinen Sackkram. Wenn du auf Kalaua fertig bist, wo machst du dann weiter? Das weiß ich noch nicht. Ich gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Oha. Es gibt schließlich auf dieser Welt immer noch genug Leute, die rücksichtslos durchs Leben gehen. Genau. Die immer irgendwo was hinwerfen, umkippen, kaputt machen, mitgehen lassen. Manche Sachen lassen sich halt nicht anders lösen. Was? Nichts. Nichts. Bis später. Hat uns so gut wie gar nicht geholfen. Macht ja nichts. Vielleicht ist jetzt die Toilette frei. Kann man ja nie so genau wissen. Man sollte immer wieder mal Orte besuchen, wo man gewesen ist, um zu gucken, ob sich da irgendwas geändert hat. Hilft bei Adventuren, habe ich gehört. Ist er immer noch da? Ach was. Hinfort mit dir. Echt? Nein! Larry, ich habe noch etwas aus Swingles Dossier für dich. Na? Der Marquis de Conat, der versucht hat, die anderen von der Unsatisfied zu töten, da gibt es widersprüchliche Informationen. Entweder ist er durchgedreht und hat versucht, sich mit dem Schlüsselstein in den Vulkan zu stürzen, oder Cockburn hat versucht, ihn dort zu töten. Jedenfalls ist der Marquis mit seinem Stein irgendwo am oder im Vulkan verschwunden. Okay, vielleicht finden wir etwas. Hallo, Zange, habe ich sofort als allererstes gesehen. Die Zange war mir sehr wichtig. Ein Generator, Und eine Ameisenstraße. Und eine Orchidee. Okay. Die Form des Brötchens, ach naja. Was habe ich eigentlich erwartet? Ein Stromgenerator mit einem Anschluss für Geräte. Falls man etwas kneifen muss, zum Beispiel sich selbst. Weil man den ganzen Quatsch hier nicht glaubt. Ja, das ist in der Tat notwendig. Da wächst eine hübsche Orchidee. Kann ich jetzt einen mitnehmen? Das stört keinen? Okay. Jetzt zeige ich euch die Abkratzen. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Kann ich so rausnehmen? Manchmal kann es keine so tolle Idee sein, sich als Fachmann für etwas auszugeben, wenn es gar nicht stimmt. Du beispielsweise hast keine Ahnung, ob man Orchideen essen kann oder nicht. Oder welche giftig sind. Immerhin, eine giftige Art kennst du nun. Allerdings wirst du keine Chance haben, dein neu erworbenes Wissen einzusetzen. Es sei denn, du kehrst auf magische Weise ins Leben zurück. Schade, gestorben. Und ich wollte noch mit der Kneifzange anfassen, aber nein. Ob es einen Schiefeln gibt für alle Tode, die man haben kann? Da muss ich etwas anschließen, was mit Strom versorgt werden soll. Eine vorschriftsmäßige Schaufel. Easy. Praktisch. Der Vulkanschlund scheint nicht weit weg zu sein. Offensichtlich nicht. Nein, meine Mama hat mir verboten, in Lava zu fassen. Oh, na dann. Meine Mutter hat auch mal gesagt, wenn du irgendwo Lava siehst, fass nicht hinein. Man kennt es. Sie sieht aus, als könnte sie sich am kleinen Finger irgendwo hochziehen. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Nettes Outfit. Das ist doch egal. Was? Hauptsache, es hängt nichts im Weg rum. Versuch mal zu klettern, wenn alles an dir rumschlabbert. Endlich mal ein guter Grund für knappe Bekleidung. Ich bin Larry. Larry Leffer. Und ich bin Nora.
Diese Frage. Kletterst du beruflich? So kann man das nennen. Ich habe halt mein Hobby zum Beruf gemacht. Bergsteigerin? Biologin. Was hat das denn mit Klettern zu tun? Wie soll ich sonst an die Viecher rankommen, die ich untersuche? Einige von denen sind echt schnell und flink. Außerdem mag ich die sportliche Herausforderung. Gut für die Bauchmuskeln. Leider greife ich oft daneben und knalle dann runter. Gibt es außer dem Gecko noch andere interessante Tiere? Es gibt hier eine einzigartige Stechmücke. Klasse. Pulicida penetratum. Ja, der Name! Ich mag keine Stechmücken. Sie hat den größten Rüssel ihrer Gattung. Oha. So kann ich mich allerdings gut mit ihr identifizieren. Mit dem Rüssel kann sie aber auch mehr tödliche Krankheiten als alle anderen Stechmücken übertragen. Heftig. Das nehme ich zurück. Ich will gern da hoch auf den Vulkan kommen. Was willst du denn da oben? Naja, also die Aussicht genießen? Die Aussicht genießen. Guter Grund. Soll hübsch sein da oben. Ich würde dir ja gern helfen, da hochzukommen. Aber ohne meine Kletterausrüstung geht das nicht. Hier muss irgendwo ein toter Marquis sein. Hast du den vielleicht gesehen? Nein, ich interessiere mich nur für Tatzelgeckos. Für was? Hier auf dem Archipel gibt es viele seltene Arten, aber einer ist so richtig einzigartig. Und der kann nur an Vulkanrändern überleben. Der langschwanzige Tatzelgecko. Okay. Wenn ich den beobachten könnte. Dummerweise fehlt mir ein Teil meiner Kletterausrüstung. Hat wohl meine Schwester Dora aus Versehen mitgenommen. Dora? Schwester? Wer sind die? Kennen wir die schon? Wo finde ich denn deine Schwester? Ach, keine Ahnung, wo genau die sich nun wieder rumtreibt. Das weiß sie meistens auch selbst nicht. Immer total verplant. Sie hat irgendwas gesagt, dass sie eine bestimmte Pflanze suchen will. Wie hieß die nochmal? Irgendwas mit V. Vuvuzela, wer kennt sie nicht? Verwaltungsfachangestellte. Die lebloseste Pflanze in der gesamten Bürolandschaft, ganz klar. Vuvuzela? Nein, das war's nicht. Moment, jetzt fällt's mir wieder ein. Vagina dentata. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann beiß ich mir mal auf die Zunge. Hübscher Name für eine Pflanze. Ich interessiere mich ja nicht so für Gewächse. Das ist eine Riesenorchidee, die nur an einer Stelle im Archipel wächst. Ist wohl sehr selten und hier schon seit Jahrhunderten heimisch. Aber wie gesagt, davon verstehe ich nichts. Larry, ich habe hier eine Stelle aus Swingles Dossier, wo diese Pflanze erwähnt wird. Oha! Offenbar hat der Marquis auch diese Pflanze gesucht, weil ihr sexuell magische Kräfte zugeschrieben werden. Wenn der Marquis dort war, gibt es dort vielleicht auch eine Spur von dem Schlüsselstein. Weißt du genauer, wo das ist? Der Ort liegt im Dschungel auf Gufuku Island und ich habe hier eine genaue Wegbeschreibung. Wir müssen zu einer ganz bestimmten Lichtung. Dann nichts wie hin. Und wenn ihr dort seid, bringt ihr meine Kletterausrüstung mit, ja? Und sagt Dora liebe Grüße. Okay. Ich muss los. Das war mal ein echt gutes Gespräch, muss ich mal so sagen. Also das hat auch echt viel gebracht. Ich bin überrascht. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Da wächst eine hübsche Orchidee. Ja, wir dürfen aber nur eine einer ganz bestimmten Farbe anfassen. Sieht nicht sehr stabil aus und ist eindeutig nicht geruchsunterdrückend. Abgeschlossen. Aber ich höre jemanden da drin schwer atmen. Okay. Keine Details, bitte. Dann gehen wir mal in den Dschungel. Ich frage mich, ob Larry von da ist eine blaue Orchidee. Da wächst eine hübsche Orchidee. Ach komm! Ich dachte, die blauen sind die, die wir mitnehmen können. Ob Dora einen sprechenden Rucksack hat? Warum einen sprechenden Rucksack? Wäre sehr unwahrscheinlich. Eine stehende Stele. Da ist ein G auf der Stele. Wie? Keine Info dazu? Das müsste doch von der Gobbledix sein, das Grab. Warum wissen... wieso geht... oder Schlamm. Hier hatte offenbar ein Schwein eine gute Zeit. Alles klar. Ich glaube, es reicht, wenn sich ein Schwein hier im Schlamm gewälzt hat.
Ich muss das nochmal angucken. Moment. Eine Infobroschüre über die Insel. Hier stehen ein paar langweilige Eckdaten über die Geschichte des Archipels. Viele hübsche Bilder, die ziemlich alt zu sein scheinen. Und einiges über die Flora hier. Irgendwo im Archipel wächst ein seltener Pilz mit einer starken Biolumineszenz, der die Herzfrequenz stark absenkt, wenn man ihn isst. Die Orchideen hier sind wohl alle ziemlich giftig. Nur eine Art, die eine einzige die Spitzzulauf im Blätter, ja, sehe ich auch gerade im Chat. Tötet einen nicht, wenn man sie anfasst. Ich will gar nicht wissen, was es da noch für gefährliche Tiere hier gibt. Okay, die müssen spitz zulaufen. Ja, gut, dann. Tja, da müssen wir aber im Prinzip. Alter, wenn ich von da gucke, dann müsste das ja Gofuku Island sein, ne? Larry, über diese Insel hat Swingle auch einige interessante Informationen gesammelt. Ich bin gespannt. Auf Gofuku Island gibt es Spuren einer untergegangenen Zivilisation. Swingle hat vermutet, dass sich diese Höhle des kosmischen Wissens hier irgendwo befindet. Gut zu wissen. Allerdings ist das wohl auch die Insel mit den Todesfallen, die von einer alten Zivilisation stammen. Oh, ja gut, na dann. Ja, cool. Das ist jetzt so der Indiana Jones Modus. Hier sind so diese Köpfe von den Osterinseln. Die sind allerdings hier am Pennen, haben ein Pflaster auf der Nase und eine Erkältung offensichtlich. So einen Pilz habe ich noch nie gesehen. Ist das der mit der Biolumineszenz? Ja. Vielleicht kann man den ja sogar essen. Und vielleicht leuchtest du dann von innen. Nichts dagegen. Das muss vor Jahrhunderten platziert worden sein. Oh, eine Steinscheibe. Als ob das ja jemand liegen gelassen hat. Ihr könnt hinter dem Wasserfall gehen. Ich kenne den Weg dadurch. Ach was. Wetten, die Höhle ist hinter dem Wasserfall? Das wäre so typisch einfach. Naja, wenn das mal nicht der Eingang ist. Da ist ein Loch im Fels. Ach, eine Symbolscheibe, du kriegst die Tür nicht zu. Wir können von hier nicht weg. Ich weiß, mir geht's genauso wie dir, falls du das noch nicht gemerkt hast. Und wir können das überhaupt nicht einfach so spielen. Wie soll das denn gehen ohne Spielleiter? Wir denken uns selbst was aus. Hast du dir jemals schon was selbst ausgedacht? Nein. Aber Spielleiter ist doch nicht schwierig. Du hast auch gesagt, es wäre nicht schwierig, ein Computerspiel zu entwickeln. Hey, es hat mir niemand gesagt, dass man für sowas eine Engine braucht. Oh, come on! War der Publisher schuld. Wir hatten ja, klar. Keinen. Aber der hätte alles verbockt, wenn wir einen gefunden hätten. Oh. Jedenfalls brauchen wir einen Spielleiter. Und so einer fällt nicht vom Himmel. Außerdem können wir nicht mal in die Ruinen. Wir können doch auch hier spielen. Oder eine ganze Lachpuppe, ja. Hier ist es nicht atmosphärisch genug. Weißt du was? Ich hab genug. Wir verschwinden. Hey, was macht ihr beiden denn hier? Verkauft ihr jetzt P-Phones im Dschungel? Echt mal? Und müsst ihr jetzt in diesen Klamotten rumlaufen? Oh, verdammt, Finley. Das ist der komische Typ aus New Lost Wages. Beweg genau. Dich nicht, Kyle. Vielleicht bemerkt er uns nicht. Ich rede doch schon mit euch. Mist. Es hat nicht funktioniert. Badum. Es ist einfach so geil. Der Typ hier, den haben wir ja auch in New Lost Wages gehabt. Jetzt hat er so einen Aluhut auf. Sehr geiles Cosplay. Erinnert mich ein bisschen an Worf. Kommt aber nicht ganz hin. Das hier ist sehr, sehr geil. Es ist ganz klar Roger Wilco aus Space Quest. Mega gut. Ja, das sind die beiden Prune Geeks, genau. Er da in seinem komischen Schnabelkostüm, wahrscheinlich ist er Vogelmann oder so. Und der ist eine Raupe. Der wird bestimmt irgendwann mal ein wunderschöner Schmetterling. Was macht ihr denn hier auf der Insel?
Wir sind wegen des Galaktischen Festivals hergekommen. Das sollte natürlich ein einzigartiges Event werden. Galaktische Wesen, viel Action und Musik. Alles ist möglich, haben sie versprochen. Und Frauen. Aber dann ja, nicht in dem Kostüm, ganz Alter. Ganz viele Stars sollten hier sein. Wahnsinnig. Total der Flop. Keine Stars. Wir sind erst fast ertrunken. Und dann kam der Sturm. Tja, das war alles nichts. Aber wir haben hier noch ein paar Gleichgesinnte gefunden und dachten uns, da machen wir halt ein LARP. Ach so, ja klar. Mit LARPs kenne ich mich aus. Als ob! Mit LARPs kenne ich mich aus. Klar, du machst nee, dir offensichtlich die selbst nicht eins da, zu diesem alten nicht. Tanzfilm. Das sieht eindeutig nach Klingone aus hier. Zumindest die Stirn. Die Ohren sehen eher aus wie Vulkanier, also schwierig. Hätte jemand, glaube ich, das LARP-System nicht ganz verstanden. Oder das Reenacting oder das Cosplay. Wie funktioniert das denn mit eurem LARP-Dings? Wir erleben die tollsten Abenteuer in einer fantastischen Welt. Jeder von uns schlüpft in eine Rolle und der Spielleiter sagt uns, was wir erleben. Das ist alles? Das ist schwerer, als es klingt. Ein Spielleiter muss exakt wissen, was er tut. Sonst wird es langweilig. Ja. Genau, ich kann vor dem Spielleiter machen. Habt ihr vielleicht irgendwo ein Buch mit schlechten Witzen gesehen? Jo. Wir haben sowas bei dem Festival mitgenommen. Unser Rollenspielbuch ist dort verschwunden. Echt doof. Kann ich das haben? Klar. Wir haben es weggeschmissen. Wo denn? Nein. Da draußen vor der Höhle irgendwo. Okay. Oh, Mann, ey. Hey, ich kann für euch den Spielleiter machen. Was? Du? Siehst gar nicht danach aus. Was meinst du, was ich für eine Fantasie habe? Oh ja. Oh, du musst ja aber für uns alle hier wirklich was zu bieten haben. Klar. Ah. Wir wollen aber auch an einem Ort spielen, der perfekt für uns ist. Wie stellt ihr euch den vor? Wir wollen echte Helden sein und Todesfallen meistern. Je gefährlicher, desto besser. Kennst du so einen Ort? Ich muss erst noch den perfekten Ort für das LARP finden. Dann sag Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Als ob. Warum sind eigentlich keine Frauen bei eurem LARP dabei? Die interessieren sich einfach nicht dafür. Das stimmt ja halt nicht. Keine wollte sich von uns retten lassen. Das stimmt. Hätten sie so schön angekettet. Hätte nicht mal was sagen müssen. Einfach nur da sitzen und gut aussehen. Als wäre das zu viel verlangt gewesen. Jetzt müssen wir das alles unserer Fantasie überlassen. Ach, das musste ich in meiner Jugend auch so handhaben. Ich bin Larry, 29. Alter. Danke für diese Information. Ich muss weg. Riecht da Dynamit? Kerzen. Dynamit? Nein, eindeutig Kerzen. Er hat gesagt, es sind keine Frauen da. Also ist das definitiv nicht Uhura. Ja, Kerzen braucht man alles mitnehmen, was man machen will. Also alles. Was nicht nied- und nagelfest ist. William. Mhm. Eine weitere Steinscheibe. Interessantes Artefakt. Ah, die müssen wir bestimmt da vorne draufpacken. Da ist ein Papagei auf der Packung. Warum der Fruchtkringel mögen sollte, erschließt sich mir nicht. Oh, wenn da was drin ist, was wir brauchen. Das ist ja wie bei Monkey Island. Mit Milch besonders gut. Kondome. Permanentmarker. Ein Filzstift in Schwarz. Warum? Oh, wie nützlich. Ja, wir haben schon unnützlichere Sachen gefunden. Die sehen ziemlich alt aus. An denen kann ich nichts verändern. Ja, aber sie geben mir auch noch keinen Hinweis auf irgendwas. Das macht aber, glaube ich, auch noch nichts. Hey, ich bin Larry. Larry Leffer. Und du siehst aus wie... Ein Gehirnchirurg. Ein Gehirnchirurg. Was? Wie kommst du denn auf sowas? Ich bin Hausmeister. Natürlich bist du Hausmeister. Das wäre meine nächste Vermutung gewesen. Ich bin Will Comply. Will Comply. Kannst dich bei meinen Eltern bedanken. Weil die alle Antennen korrekt ausgerichtet und keine Empfängnisverhütung benutzt haben? Wow, so Alter. Bei diesem LARP bist du dann
Was? Da bin ich natürlich ein intergalaktischer Hausmeister. Natürlich! Ist das wenig fantasielos? Bei einem Lab geht es doch darum, in völlig andere Rollen zu schlüpfen. Aber warum sollte ich meine angeborenen Fähigkeiten komplett ablegen? Außerdem ist so ein Wischmob eine nicht zu unterschätzende Waffe. Er ist sozusagen okay. Das Schweizer Taschenmesser unter den Reinigungsgeräten. Ich war ja schon an vielen Orten, aber erst auf dieser Insel habe ich das Wort Inselbegabung verstanden. Was? Hör mich auf sie. Sie hat ein Problem mit Männern wie uns, die eine außergewöhnliche Begabung haben. Ja. Was machst du so als Hausmeister? Naja, putzen halt. Arbeitest du an einer Schule oder so? Ach was, ich bin freiberuflicher Hausmeister. Wenn irgendwo der Schmutz zu viel wird, wen ruft man dann? Dich? Genau. Will Comply bekommt alles sauber. Auf Wunsch schreie ich auch Schulkinder, Mieter oder Angestellte an. Das wird aber extra. Besser Beruf. Wie bist du hier gelandet? Ich habe eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Da kam dieses galaktische Festival gerade recht. Ich dachte mir, hey, du bewirbst dich direkt im passenden Outfit. Ja, dann habe ich mir das hier selbst geschneidert, habe den Job sogar bekommen und... Nice. Naja, du hast ja sicher mitbekommen, wie es ausgegangen ist. Korrekt. Jetzt weiß ich nicht, wie ich wieder nach New Lost Wages komme und bin irgendwie bei denen hier gelandet. Sie meinten zu mir, sie brauchen noch mehr Mitspieler für ihr Lab. Habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich bin flexibel. Junge. Ich kann dir als Spielleiter eine tolle Geschichte bieten. Echt? Kann ich da drin auch putzen? Ja? Am besten spielt das an einem total verdreckten Ort, wo ich heldenhaft putzen muss. Dieser Kennst du so einen hier? Den suchen ich muss erst noch den perfekten Ort für das Lab finden. Gut, dann sag Bescheid. Ist das herrlich. Over and out. Mann, ist das alles verstrahlte Typen. Hey, Smokey Bear, du bist ja auch hier. Larry Laffer, Red Shirt, das ist der Mann, von dem ich dir erzählt habe, der mir die Augen zur großen Wahrheit geöffnet hat. Ach ja, richtig. Es ist mir eine Ehre. Ich hoffe, ich habe auch so ein Erweckungserlebnis. Oh, bestimmt. Was ist denn Red Shirt für ein komischer Name? Wir wollen uns keine Mühe machen, uns erst groß einen auszudenken und dann fällt er sowieso direkt tot um. Was? Das haben die beiden anderen da drüben so gesagt. Ich weiß doch auch nicht, wie sie das meinen. Aber ich bin ein wichtiges Crewmitglied. Das ja, haben wir doch so vereinbart. Shirt. Ich verstehe davon doch nichts. Aber die beiden scheinen zu wissen, wovon sie reden. Ja, eigentlich heiße ich Captain Dickhart. Egal. Ach so. Jedenfalls wollen wir hier so ein LARP spielen. Die Neuen im roten Shirt sterben zuerst. Das weiß man doch. Das ist jetzt immer so gewesen. Was hast du in letzter Zeit so getrieben, Smokey? Nicht so laut. Die haben ihre Mikrofone überall. Ja, wenn ich natürlich nicht aufpasse, orten die mich wieder. Geht klar. Ich musste schnell aus New Lost Wages weg, weil sie Witterung aufgenommen hatten. Sie waren überall. Dieser Mann im Bus, der mich angeschaut hat. Der Fahrkartenautomat hat mich beobachtet. Ja, klar. Und dann war da noch eine Katze. Die war mit denen im Bunde. Ich bin nach Louisiana zu einer Konferenz über die geheime Weltverschwörung gefahren. Da habe ich noch viel mehr verschwiegene Wahrheiten erfahren. Dort habe ich auch einen Flyer für ein galaktisches Festival hier auf der Insel erhalten. Da sollte es auch Vorträge geben über die Aliens, die vor langer Zeit hier gelandet sind und eine Hochkultur begründet haben. Natürlich. Angeblich haben sie hier tiefes Wissen über die Menschheit versteckt. Mhm. Einen Ort, an dem man die endgültige Erkenntnis über sich selbst entdecken kann. Donner! Davon habe ich auch schon gehört. Davon habe ich auch schon gehört. Siehst du? Genau, tragt niemals rot in Star Trek. Zumindest nicht. Ja, genau. Jedenfalls war das Festival eine Katastrophe. Genau. Ich weiß nicht, wer das organisiert hat, aber da hat gar nichts gepasst. Immerhin habe ich diese anderen Leute kennengelernt, die ein LARP durchführen. Sag es ihnen nicht, aber ich glaube, die halten das nur für ein Spiel. Dabei ist das der Weg zur Selbsterkenntnis. Ach so. Ach so, LARP ist also der Weg zur Selbsterkenntnis. Was soll denn in diesem LARP passieren? Also, ich will hier Spuren einer alten Zivilisation finden. Die könnte hinter der aktuellen Verschwörung stecken. Und ich erwarte ein interstellares Abenteuer. Fremde Rassen, mit denen wir in Frieden zusammenleben können. Einen echten Fortschritt der Menschheit. Weisheit und Frieden. Du hast doch vorhin was davon erzählt, dass du Aliens in den Arsch treten willst.
Natürlich nur aus dramaturgischen Gründen. Ach so. Ich würde jedenfalls mal total gern einen Faustkampf gegen ein Echsenwesen erleben, wo es mir das Hemd zerfetzt und alle meine Muskeln sehen. Echsenmensch? Wo? Ich hätte meinen alten Aluhut doch nicht in den Müll werfen sollen. Der neue taugt nichts. Natürlich Alter. Sollte es kein Erstkontakt sein, denn da müsste eine andere Direktive befolgt werden. Wo sind jetzt die Echsenmenschen? Ganz ruhig, Smokey. Ich habe keine gesehen. Das heißt nur, dass die sich gut verstecken. Aber solange wir keinen Spielleiter haben, geht gar nichts. Die beiden komischen Typen da drüben wissen genauer, wie das funktionieren soll. Ach, komm. Ich kann für euch den Spielleiter machen. Meinst du, das ist was für dich? Ach, er soll es ruhig mal versuchen. Hauptsache, ich kann dabei gegen Echsen kämpfen. Wir brauchen aber auch das perfekte Setting für uns. Hast du eins gefunden? Nein, ich suche noch. Ich muss erst noch den perfekten Ort für das Lab finden. Wir warten dann hier. Wie soll ich denn den perfekten Ort für ein Lab finden, was vier verschiedene Meinungen vereint? Bis später. Ist ja fast nicht möglich. Übrigens kann ich hier unten nichts mehr einsammeln. Oh, Lichtstrahl. Das Licht fällt hier ein. Genau auf diese Stelle am Sockel. Hm, interessant. Da kümmern wir uns später drum. Die Musik im Hintergrund erinnert ein bisschen an Monkey Island dahinter. Irgendwo hier vor die Höhle haben sie das Buch hingeworfen, hat er gesagt. Jetzt müssen wir natürlich auch wissen, wo. Ah, der Ruineneingang und ein Loch. Na, natürlich. Das war jetzt aber der Hebel, ist klar. Ach, da ist auch eine Steinscheibe. Ach, die cool. Ringe sehen alt aus. Das erinnert mich an das Rätsel von Indiana Jones. Da gab es auch Steinscheiben, die man übereinander legen muss. Die waren auch verschieden groß. Dann muss man die irgendwie so drehen und dann kriegt man aber Geschichten. Ach, hier ist Busch. Ein dichter Busch. Hehehe. Vielleicht haben die Typen das Witzebuch hier reingeworfen. Überraschung! Das muss das Witzebuch von Louis sein. Ja, bevor wir uns jetzt tiefer hier in die Insel reinbegeben, würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Das ist gut so, wie es ist. Und jetzt gehen wir mal zu Louis und geben das Witzebuch und kriegen das Rollenspielbuch. Easy. Vielleicht wird er dann ein bisschen witziger. Oh, ich kann da reingucken? Du liebe Zeit. Diese Witze sind ja sogar noch älter als ich. Ich habe hier einen geilen Spruch gefunden, der sogar einen Hausdrachen besiegt. Verflucht, das andere Witzebuch hat besser funktioniert. Der Typ, ey! Hier, dein Witzebuch. Ah, da ist ja das gute Stück. Endlich wieder Qualitätshumor aus der guten alten Na, Zeit. Na endlich! Hinten ist sogar ein Anhang drin, wo aufgelistet ist, wen man alles mit den einzelnen Witzen beleidigen kann. Warum? Kannst du haben diesen Rollenspielquatsch. Herrlich. Danke. Cool. So Leute, willkommen zu meiner Show. Jetzt alles im grünen Bereich. Ich habe wieder mein bewährtes Repertoire an Witzen. Ich möchte mich jetzt schon mal bei all den Randgruppen entschuldigen, die ich jetzt... Alter. Zum Beispiel bei Frauen. Wow. Das hier ist ab sofort ein Safe Space für geschmacklosen Humor, Leute. Hier werden noch Witze gemacht wie früher. Hier muss sich niemand für seinen Humor entschuldigen. Hier ist noch alles erlaubt. Oh, hier Mann. Darf man sich auch noch nackt vor anderen einen... okay, vielleicht nicht alles. Also, haltet euch fest. Eine Blondine lehnt sich an einen Baum. Da fällt der Baum um. Warum? Der Klügere gibt nach. Ja, wir sind besser als vorher, aber auch nicht der Burner. Auf dem super alt, einfach Blondinenwitze. Lame.
Aber jetzt können wir zumindest vielleicht ein bisschen bei den Lapern was machen. Wir können die Steinscheiben auch nahelegen, können ein paar Rätsel lösen. Wir haben echt ein paar Wege zu gehen und wir haben echt was zu tun. Und genau das machen wir beim nächsten Mal. Das wird am Donnerstag sein geplant, und zwar um 18.30 Uhr. Ob es Mittwoch einen Stream geben wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht mache ich mal wieder was mit dem Synthesizer, weil der letzte Stream ja komplett gemutet worden ist. Dann konnte ich nicht auf YouTube hochladen. Also wenn ich eventuell morgen dann ein bisschen mit meinem Synthi rumspielen, euch ein bisschen was erklären, wie das Ding funktioniert oder so. Oder wir machen was ganz anderes. Es ist also morgen ist sehr, sehr spontan. Das werde ich dann sehen. Aber Donnerstag geht es wie gewohnt um 18.30 Uhr mit Leisure Suit Larry weiter. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn dem so war, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich in einem meiner nächsten Streams wieder besuchen würdet. Ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben, die gelurkt haben und natürlich auch an allen, die im Chat mit mir interagiert haben. Mir persönlich hat es Spaß gemacht. Nein, ich habe eine Audiospur nicht wiederbekommen. Deswegen werde ich den ganzen Quatsch nochmal machen. Zwar ein bisschen anders, aber diesmal anders. Also ähnlich gleiches Zeug, aber ein bisschen anders aufbereitet und ein bisschen mit ein paar anderen Sätzen und so, ein paar anderen Beispielen und so. Also deswegen mache ich das alles quasi neu, damit ich es wieder hochladen kann und so. Also meine Audiospur habe ich nicht wiederbekommen. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich bei allen, die zugesehen haben, die mit mir im Chat interagiert haben und natürlich allen, die gelurkt haben und auch an allen, die meinen Tweet retweetet haben, die mir gefollowt sind, die auf Facebook meine Sachen geteilt haben und. Ja, und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns dann mal nächsten Streams wieder. Bleibt mir noch zu sagen, ich bin Lycris, das war Leisure Suit Larry, Wet Dreams, Dry Twice. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschaußen.